Ja, guten Abend. Ganz herzlich willkommen im Namen der Ullstein Buchverlage zum Resonanzraum zu Svenja Flass-Püllers Streitschrift Die potente Frau. Dies ist der 5. Resonanzraum, der hier im Musiksaal der Ullstein Buchverlage stattfindet. Svenja Flass-Püller, Chefredakteurin des Philosophiemagazins, wird mit der Kolumnistin und Autorin Margarete Stokowski über ihr Buch sprechen und wir freuen uns sehr, dass die beiden heute hier sind. Und wir freuen uns ebenso, dass Juliane Rump vom Libertin-Magazin das Gespräch zwischen den beiden moderieren wird. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Libertin für die Unterstützung und Zusammenarbeit bei dieser Veranstaltung bedanken. Das Bild vom Verlag als Resonanzboden, der Strömungen und Themen der Gesellschaft aufnimmt und verstärkt weitergibt, stammt vom ersten Verleger des Ullstein Buchverlags, von Emil Herz. Ich finde, das ist ein sehr stimmiges Bild, würde aber noch weitergehen wollen. Ich denke, dass ein Verlag auch Themen setzen kann und dass er Raum geben kann für starke Positionen, für gegebenenfalls auch provokante Positionen. Idealtypisch für diese Art von Buch sind die Ullstein-Streitschriften und Die potente Frau ist eine Streitschrift in ihrer klaren und klug vorgetragenen Forderung, dass Frauen ihr Begehren selbstbewusst und eigenständig leben sollen. Die MeToo-Debatte, allgemeiner vielleicht die Debatte über den Feminismus, wird in der Gesellschaft breit geführt. Die Meinungen divergieren stark. Das ist auch nachvollziehbar. Auf der anderen Seite muss diese Debatte geführt werden. Da sind wir uns sicher alle einig, damit gesellschaftliche Veränderungen herbeigeführt werden. Dass diese Debatte so leidenschaftlich geführt wird, hat sicher damit zu tun, dass nicht nur Themen der Privat-, sondern auch der Intimsphäre berührt werden. Es geht um körperliche und seelische Unversehrtheit, es geht um Selbstbestimmung, um Selbstdefinition. Es geht um ganz individuelle Erfahrungen und gesellschaftliche Bedingungen. Dementsprechend leidenschaftlich kann die Diskussion heute auch werden. Das ist in Ordnung, wir brauchen leidenschaftliche Diskussionen und der Resonanzraum bietet Möglichkeit, dass Autoren und Leser miteinander ins Gespräch kommen, in den Dialog kommen. Ein gelingender Dialog setzt allerdings voraus, dass man die Position des anderen, der anderen auch hört und respektiert. Ansonsten ist es einfach nur, sind es zwei aneinander vorbeigeführte Monologe und auch eine Erhöhung der Lautstärke würde dann nicht dazu dienen, dass der andere oder die andere einen besser hört. Dies bitte ich Sie zu bedenken. Sie haben nach dem Gespräch, wir sind auch alle sehr geräuschempfindlich hier bei Ullstein. Nach dem Gespräch haben Sie die Möglichkeit, wie gesagt, in den Dialog zu treten mit beiden Autorinnen. Und danach würden wir Sie gerne einladen zu einem Wein, Wasser, Saft, was auch immer Sie möchten. Brezeln gibt es auch und es gibt auch die Möglichkeit, das Buch von Frau Flass-Püller käuflich zu erstehen. Das nächste Buch von Frau Stokowski erscheint im September, leider nicht bei Ullstein. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen sehr anregenden Abend. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend. Schön, dass Sie alle da sind. Wie Sie wahrscheinlich schon festgestellt haben, haben wir auch das Fernsehen da und es gibt auch einen Livestream. Das heißt, jeder und jede, die hier ist, muss damit einverstanden sein, ins Fernsehen oder ins Internet zu kommen. Das noch kurz vorweg gesagt. Wir machen so eine Dreiviertelstunde bis Stunde und dann würden wir die Publikumsdiskussion eröffnen. So, Die potente Frau ist eine Streitschrift. Gestritten wurde sich schon jetzt ziemlich dolle im Internet. Gerade in feministischen Kreisen gab es ja schon ein wenig Gegenwehr, um es mal sanft auszudrücken. Würden Sie sich denn selbst als Feministin definieren? Ja, absolut. Würde ich auf jeden Fall machen. Es ist ja auch tatsächlich interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind. Also ich gehöre ja noch einer Generation an, die auch über E-Mail sehr viel kommuniziert und weniger über Facebook.
und man kann meine E-Mail-Adresse im Netz finden, sehr einfach, und ich bekomme viele Zuschriften an diese E-Mail-Adresse, und ich bekomme auch und insbesondere von Frauen sehr viel Zuspruch. Also das heißt, dass, denke ich, schon die Position, die ich habe, auch zumindest von einigen oder auch vielen als feministisch wahrgenommen wird. Mhm. Im Buch kommt nun immer wieder die Bezeichnung Netzfeminismus vor, ist mir aufgefallen. Hashtag Feminismus. Genau, Netz und Hashtag Feminismus. Jetzt würde mich mal interessieren, wie definieren Sie den? Das klingt so ein bisschen, als wäre er eine etwas abgeschottete eigene Form des Feminismus. Naja, also ich meine damit natürlich vor allem drei Hashtags. Also Aufschrei, Nein heißt Nein und MeToo. Das sind ja so die drei prominenten, ja, wenn man so will, feministischen Bewegungen, Initiativen der letzten Jahre. Und ich finde, dass diese drei Bewegungen gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen. Also natürlich das Medium, ja, aber auch eine, und das hängt möglicherweise oder sicherlich auch mit dem Medium zusammen, einen deutlichen Hang zu einer Generalisierung, zu einer Pauschalisierung und zu einer sehr klaren Aufteilung. Die Aufteilung lautet so, dass die Frau Opfer männlicher Gewalt wird, und zwar strukturell in der Gesellschaft, sexualisierter Gewalt wird. Und das halte ich für weitaus zu allgemein, und ich folgere eben aus dieser Verallgemeinerung, dass die Frau auf diese Art und Weise sich selbst in eine Opferposition festschreibt, die sie nicht mehr hat. Nicht in dieser strukturellen Form. Darf ich was damit fragen? Ganz kurz nur, ich negiere natürlich überhaupt nicht, und das ist ganz wichtig, das direkt am Anfang zu sagen, Entschuldigung, dass es selbstverständlich immer noch Frauen gibt, die Opfer sind. Ne? Es gibt Gewalt, gegen die sich Frauen nicht wehren können. Es gibt körperliche Gewalt, es gibt Vergewaltigung, es gibt Nötigung. Das gibt es. Aber es gibt auch, und genau darüber, das wird ja eben zentral auch bei MeToo insbesondere verhandelt, und auch Aufschrei war ja genau eine solche Situation. Es gibt eben auch Situationen, in denen Frauen durchaus Handlungsoptionen haben. Und dass der von mir sogenannte Hashtag-Feminismus da nicht differenziert, das halte ich tatsächlich für keinen klugen Move. Aber die Grundaussage ist ja schon, dass der Hashtag Feminismus die Frau im Opferstatus hält. Mhm. Nun ist natürlich meine Frage, aber ist eine Bewegung wie MeToo nicht eine sehr gewaltige kollektive Gegenwehr? Also man kann sie natürlich auch anders auslegen. Sicher, und das macht ja auch Frau Stukowski, und das machen viele, die sagen, das ist der Akt der Selbstermächtigung, dass sich Frauen zu Wort melden, das ist der Ausdruck von Autonomie, dass sich Frauen zu Wort melden, dass sie aufmerksam machen auf diese Struktur, auf diese, so wird sie ja genannt, patriarchale Struktur. Das halte ich aber wirklich für schwierig, diese Annahme, nämlich was ist daran Selbstermächtigung, wenn ich in Situationen, in denen ich mich wehren könnte, und zwar ohne Gefahr zu laufen, jetzt körperlich misshandelt zu werden oder sonst irgendwas, dass ich in diesen Situationen, und das verbindet ja ganz viele Situationen, die geschildert werden, dass diese Frauen strukturell, da gibt es eine Struktur, auffällig passiv bleiben, nicht reagieren. Man könnte sogar fast manchmal sagen, reaktionsarm sind oder auch nur naiv. Ja, da kommen wir vielleicht noch später drauf zu sprechen. Dieser WDR-Fall ist da ja, würde ich sagen, paradigmatisch, der da jüngst verhandelt wurde. Und dann aber hinterher MeToo zu twittern, da würde ich sagen, das ist nicht die Art von Feminismus, die ich jetzt meiner Tochter mit auf den Weg geben will. Ja, dieses halt still und beklag dich hinterher. Das ist nicht das, was ich mit Potenz meine. Ich glaube, darauf kann man auch eine andere Sicht haben. Ja, ich würde aber vorher was fragen wollen. Und zwar, was ich interessant fand an dem Buch, ist, also der Hashtag Feminismus ist ja die Figur, gegen den sich das richtet. Und es wird aber immer nur über ihn gesprochen und er kommt nicht selbst zu Wort. Das heißt, die Vertreterin dieser vermeintlich einheitlichen Bewegung werden nicht zitiert oder benannt. Bin ich auch Hashtag Feministin? Naja, also zum Zitieren. Ich hatte tatsächlich in einer ursprünglicheren Version, hatte ich Zitate, auch von einer Maybrit Illner-Sendung, wo ich mit Frau Anne Wizurek saß und wo wir uns einen gewissen Schlagabtausch geliefert hatten. Ich habe noch andere Hashtag-Feministinnen zitiert, fand das dann aber,
ich fand das dann sehr anklagend und ich fand das sehr, sagen wir mal, zu persönlich. Und deshalb habe ich tatsächlich sehr bewusst jetzt nicht einzelne Personen zitiert, sondern ich habe versucht, gemeinsame Strukturen herauszuarbeiten, die für mich einfach, ja, paradigmatisch sind für diese Art des Feminismus. Und ja, ich meine, wenn ich Ihre Kolumnen lese, dann würde ich schon sagen, dass Sie eine Position vertreten, die so, wie ich eben beschrieben habe, ja. Würden Sie sich selber nicht so bezeichnen? Mir ist der ganze Begriff des Hashtag-Feminismus nicht, also er scheint mir nicht sinnvoll. Also zum einen aus dem rein praktischen Grund, dass sehr unterschiedliche Feministinnen Hashtags benutzen. Also zum Beispiel benutzt die Emma auch Hashtags für so Werbeaktionen oder was auch immer. Dann benutzen muslimische Feministinnen Hashtags, die offensichtlich sehr konträr zu Emma stehen. Dann, also alle möglichen, sehr unterschiedlichen Leute. Und das ist schwierig, die inhaltlich zusammenzufassen unter einem Begriff. Aber vor allem finde ich schwierig zu sagen, okay, es gibt diese Gruppe und sie spricht in ihrem Buch mit einer Stimme. Und obwohl sie versuchen, nicht Leute anzugreifen, verallgemeinern sie und sagen, okay, im Hashtag Feminismus ist es so, alle Männer sind eine Bedrohung, eine gewalttätige Bedrohung, alle Frauen sind passiv und so. Und das ist ja auch ein Angriff an alle, die dem positiv gegenüberstehen. Naja, aber ich würde jetzt ehrlich gesagt gerne mal so ein bisschen so eine Ebene tiefer gehen. Also wir können uns jetzt darüber streiten, ob Hashtag-Feminismus der richtige Begriff ist. Ich habe ja gesagt, was ich damit meine. Und ich fände es jetzt eher interessant, Ihre Position zu hören dazu, ob Sie auch, wenn Sie sich MeToo angucken als Bewegung, natürlich ist die heterogen, aber trotzdem kann man doch schon in irgendeiner Form sagen, was es ist oder für was MeToo steht, sonst wäre es auch keine... Was ist es denn dann, wenn es einfach nur komplett heterogen ist und man gar nichts darüber sagen kann, dann kann man sich auch nicht damit auseinandersetzen. Also es ist doch schon ein bestimmter Impetus zu sagen, me too, ich auch. Und da fängt es dann für mich an, interessant zu werden, nämlich die Frage ist ja, was denn eigentlich ich auch? Also wurde ich vergewaltigt? Wo habe ich irgendwie einen doofen Spruch gekriegt? Habe ich Übergriffigkeit erlebt? Habe ich mich irgendwie unwohl gefühlt? Und da, finde ich, fängt eben das Problem an, dass diese Form des Feminismus einfach nicht differenziert. Und das ist doch entscheidend. Und wenn man aber nicht differenziert, dann ist man eben ganz schnell bei einer sehr klaren Struktur. Und da würde ich sagen, und dann ist man von der Struktur, ist man dann sehr schnell bei der Annahme, wir Individuen, wir Frauen, wir können eigentlich gar nichts machen, außer MeToo zu twittern. Sondern wir brauchen schärfere Gesetze, wir brauchen einen schärferen Staat und wir müssen eine krasse Politik der Abschreckung fahren, damit die Männer sich endlich mal zurückhalten, weil das, finde ich, das ist es. Das ist eine eigentlich zutiefst männliche Politik, eine männliche Strategie der Abschreckung zu sagen, und das wird ja auch von vielen Feministinnen, wurde das ja immer wieder gesagt, ja, das ist vielleicht nicht ganz fair jetzt so, da vielleicht kommt da auch mal jemand unter die Räder, der eigentlich nichts gemacht hat, aber das ist jetzt gut, weil dann sehen Augstein die mal... Augstein hat das auch gesagt, dann sehen keine die, so große Feministin. Dann sehen die mal, dass es so nicht weitergeht, die Männer. Und da muss ich sagen, da frage ich mich, was will dieser Diskurs eigentlich? Will er das Geschlechterverhältnis dynamisieren? Will er es verbessern oder will er es einfach nur zerstören? Für mich hat dieser Diskurs etwas extrem Verhärtendes, auch deshalb, weil, und gerade deshalb, weil er überhaupt nicht darauf angelegt ist, dass Männer mit Frauen in einen wirklichen, echten Dialog treten, sondern es ist ein Anklagediskurs, der über die Öffentlichkeit gespielt wird. Mich erinnert das stark an so Scheidungspaare, die nur noch über einen Anwalt kommunizieren, weil sie selber nicht mehr miteinander reden können. Und da muss ich sagen, also erstens finde ich, ist das eine komplette Realitätsferne, wenn ich mir unsere Gesellschaft angucke. Ich finde es auch schwierig tatsächlich, dass dieser Feminismus sich vornehmlich auf sehr alte Männer konzentriert, dass er Fälle aus den 80er, 90er Jahren sich darauf konzentriert, als gäbe es überhaupt keine Entwicklung. Es gibt doch eine Entwicklung. Aber das ist ja die Frage. Ist es wirklich ein alte Männerproblem oder sind das nicht die prominenten Fälle, die aber letztendlich doch nur einige von vielen sind? Ja, also ich meine, ich weiß nicht, ob Sie mir widersprechen wollen, aber wenn man sich die Hauptprotagonisten anschaut jetzt, Aufschrei, Rainer Brüderle, Weinstein, Wedel, das sind für mich schon einfach echt alte Männer, wo man sagen kann, das Problem erledigt sich möglicherweise echt bald mal von selber. Und ich meine, alleine wenn man sich jetzt mal, weiß nicht,
bleiben wir doch mal im Literaturbetrieb. Ja? Also wenn man so, nehmen wir mal so einen Michael Krüger und so einen Jo Ländle. Das sind doch unterschiedliche Typen. Ja? Und dass das überhaupt nicht gesehen wird, da finde ich, man schreibt sich selber wirklich in die Vergangenheit zurück, so als könnte man sich noch nicht neu begreifen, so als könnte man noch nicht die Weiblichkeit oder Frau sein anders begreifen als darüber, dass man sich irgendwie wehren muss gegen eine männliche Macht. Und das finde ich wenig produktiv. Die ganze Sache wäre ja nicht so groß geworden, wenn es nicht Gesprächsbedarf gäbe. Also Sie haben gesagt, okay, MeToo, was heißt das? Kann alles heißen und so. Nun war die Aufforderung in diesem Tweet, der Startmoment von dieser Bewegung war ja relativ eindeutig. Also schreibt, wenn ihr auch belästigt wurdet oder einen Übergriff erlebt habt, irgendwie so eine Formulierung war das. Und dann haben sehr viele Frauen darauf reagiert, ähnlich wie bei Aufschrei und so. Und nun ist es so, dass Hashtag-Kritik natürlich so ein Geschäft ist, wo man sagen muss, okay, Dinge, die auf Twitter geschrieben werden, sind immer verkürzt. Das ist das Medium Twitter. Und dann kann man sagen, okay, dann sollten wir da über bestimmte Dinge nicht sprechen. Dann sollten wir über ernste, komplizierte Sachen nicht sprechen. So funktioniert aber das Internet nicht. Also das Internet funktioniert so, dass Leute sich äußern, wenn sie sich äußern wollen. Und jetzt war es bei MeToo so, meine Wahrnehmung, sehr viele Menschen haben sich davon angesprochen gefühlt. Im Übrigen nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Es haben ja auch Männer über Übergriffe gesprochen. Und da sind dann sehr viele Sachen bei rausgekommen. Und sie sagen, okay, da wird es interessant für mich, was denn MeToo, okay? Und ich sage, da wird es auch interessant für mich, weil manche sagen, okay, bestimmte Blicke finde ich unangenehm, bestimmte Sprüche finde ich unangenehm. Und manche sagen, ich wurde vergewaltigt. Jetzt muss man sagen, und ich denke, dass die allermeisten Frauen oder auch Männer, denen sowas passiert ist, da differenzieren. Das eine ist nicht so schlimm, man kommt gut durch. Das andere ist ziemlich schlimm, es kann einen sehr fertig machen. So, was wir aber daran sehen, ist, dass Leute das Bedürfnis haben, über diese Fälle zu sprechen, die sich auf einer Skala anordnen, die teilweise so ist, dass man denkt, ja, okay, Schwamm drüber, und teilweise so, dass man dadurch sehr, also traumatisiert wird oder was auch immer. Und das sind nicht Fälle, wo man sagen muss, okay, manche davon sind schlimm, über die können wir reden, da müssen Leute verurteilt werden, da muss es Prozesse geben, und manche, okay, das ist euer persönliches Pech, da müsst ihr einfach mal euch zusammenreißen und drüber hinwegkommen und so weiter geht's, starke Frau. Und das halte ich für eine falsche Sichtweise, sondern gerade an dieser extremen Varianz der Fälle, die aufgezeigt wird, kann man sehen, dass das alles miteinander zusammenhängt und dass es nicht so ist, dass eigentlich, okay, es gibt ein paar tatsächliche Opfer und dann gibt es halt Frauen, die sich irgendwie blöd anstellen und dann irgendwie nur, nachdem ihnen was passiert ist, irgendwie blöd mit dem Handy rumtwittern und eigentlich könnten die auch stärker sein. Das finde ich ehrlich gesagt auch, also... Aber würden Sie das nicht so sehen, dass, also wir können ja mal diesen WDR-Fall mal ganz kurz nehmen, ja? Da ist also eine Volontärin, die ist sehr gut befreundet mit ihrem Vorgesetzten, also die verstehen sich irgendwie gut, dann gehen die abends essen, gehen was trinken, irgendwann werden auch so ein bisschen so über Sexualfantasien wird gesprochen, dann lädt der Herr sie ein, auch über die offene Ehe des Herrn wird gesprochen, dann lädt er sie ein zu sich nach Hause, sie wundert sich dann, es ist ein Fall, der in der SZ geschildert wurde, ne? Sie wundert sich dann aber, dass Mann und Kinder gar nicht da sind, hör, wieso jetzt nicht? Dann irgendwann später sind sie zusammen in einem Hotel beruflich und verstehen sich wieder hervorragend, trinken irgendwas. Und nachts um 3 oder was weiß ich wann kommt eine SMS, sowas wie, komm doch auf mein Zimmer, Nummer sowieso. Und was macht die Volontärin? Die macht ihre Zimmertür auf, geht raus, geht in Zimmer 310 und dann wundert sie sich, dass der jetzt gar nicht mit ihr über ihre Arbeit reden will. Das ist ja komisch. Ja, und da muss ich wirklich sagen, und der Mann ist freigestellt worden, ne? Also der arbeitet im Moment nicht mehr für den WDR. Und da muss ich wirklich sagen, man kann Frauen nicht, Entschuldigung, vor ihrer eigenen Naivität schützen. Das, also sozusagen für die rechtliche Gleichberechtigung, ja, dafür muss das Gesetz sorgen, dafür muss der Staat sorgen, aber für die faktische, da müssen schon auch die Individuen was machen und auch die Frauen. Und ich würde sagen, indem man wirklich ernsthaft behauptet, der hat mich jetzt sexuell belästigt und ich bin dem ausgeliefert, das finde ich, und das meine ich mit Infantilisierung, da macht man sich wirklich zum Kind. Und wenn ein Staat tatsächlich ernsthaft meint, er muss jetzt diese Frauenkinder schützen, dann, also weiß ich nicht, wie das so weitergehen soll mit so einer liberalen Demokratie. Ja? Also das sieht man im Kunstbereich ja sehr schön, dass da irgendwie Bilder abgehängt werden, Ausstellungen verboten werden und so weiter. Und das, finde ich, ist eine Schieflage. Ich sage nicht, übrigens noch mal ganz kurz, ja, ich sage nicht, dass man Situationen, die man als unangenehm empfindet oder als Belästigung empfindet, so von wegen, ja komm, scheißegal, muss man halt irgendwie durch. Das sage ich nicht. Natürlich kann man sich wehren, aber man kann sich wehren.
man kann sich manchmal wehren, man ist auch manchmal naiv. Und dieser Fall von WDR ist ja lustigerweise, also Sie bringen ihn als Beispiel für, wie wahnsinnig dumm sich manche Frauen anstellen. Jan Fleischhauer hat ihn in seiner Kolumne auch groß ausgebreitet, so, ja, was denkt die denn? Und dann kommt die da hin und dann steht da irgendwie so eine Liege und denkt die jetzt, die machen eine Arbeitsbesprechung, ist die blöd. Nun ist es aber so, dass es unter MeToo tausende Fälle gab. Ja? Und man kann sich natürlich die Fälle raussuchen, wo man sagt, ja, da hat sie sich irgendwie dämlich angestellt, was denkt sie, natürlich will er ficken. Aber es gibt halt auch andere Fälle. Es gibt Fälle, wo Frauen ihren Job verloren haben, nachdem sie sich beschwert haben, und zwar nicht wenige. Es gibt Fälle, wo Frauen sich nicht getraut haben, was anzusprechen, weil sie wussten, es wird ihnen vorgeworfen, dass sie nur lügen. Und sich also zu behaupten, irgendwie die Demokratie stürzt ein oder ich weiß nicht, Kunstfreiheit ist gefährdet und so, weil man einen... Stimmt aber. Die Kunstfreiheit ist gefährdet, das sehe ich durchaus so. Ja, sehe ich nicht so. Also, ich weiß nicht, aber es passieren ja... Naja, gut. Es passieren wird halt immer ja, Dinge. Ja, da haben sie Bilder aus dem Museum rausgetragen und so und was weiß ich. Jetzt ist es aber nun, also es gibt diese Fälle, aber es ist überhaupt nicht so, dass irgendwie, ich weiß nicht, die Museen, die wären ja leer, wenn man plötzlich keine nackten Frauen mehr zeigen dürfte oder so. Also ich meine, es wäre Umzugswagen unterwegs noch und nöcher und das passiert nicht. Es gibt also hier und da irgendwelche Fälle, das ist genau wie mit den US-Unis, wo dann irgendwelche Klassiker nicht mehr gelesen werden und dann heißt es, oh Gott, die Leute verblöden, die dürfen jetzt nur noch irgendwie schwarze, vegane, queere Leute lesen und so. Dabei gab es nur an irgendeiner Uni einen Fall von irgendeinem Seminar, wo die Leute durchgedreht sind. Das muss dann herhalten dafür, dass die Demokratie einstürzt. Ich schnall's nicht. Also, naja, gut. Ich sehe das anders, aber vielleicht aber noch mal ganz kurz zu diesem, was Sie vorhin gesagt haben, Frauen verlieren ihre Jobs oder könnten ihren Job verlieren und so weiter. Da ist man natürlich wirklich an einem sehr heiklen Punkt. Es wurde ja immer wieder auch sehr, also oft gesagt, ja, wenn Frauen gerade von Vorgesetzten irgendwie angemacht werden, angegraben werden, die können sich ja nicht wehren, weil wenn die sich wehren würden oder wenn sie nicht aufs Hotelzimmer gehen, um das Bewerbungsgespräch zu führen, dann kriegen die ja vielleicht den Job nicht oder verlieren ihren Job und so weiter. Und da muss ich wirklich sagen, Entschuldigung, Autonomie ist eben echt nicht so einfach. Ja? Man kriegt es nicht geschenkt, sondern Autonomie heißt, dass ich mich in widrigen Situationen traue, selbstbestimmt zu handeln. Das heißt, ich muss Widerstände überwinden, ich muss Risiken in Kauf nehmen. Damit sage ich noch nicht, dass das tolle Situationen sind oder dass es in Ordnung ist. Aber zu sagen, ich kann ja nicht, weil, also wenn Menschen so in der Geschichte immer gehandelt und argumentiert hätten, dann wäre echt nicht wahnsinnig viel passiert. Und ich finde das sehr interessant, weil Sie sagen, also Sie haben vorhin gesagt, ja, da werden Männer freigestellt, Männer verlieren ihre Jobs wegen Anschuldigungen und so. Das ist schlimm, das gefährdet die Gesellschaft. Aber wenn Frauen Übergriffe thematisieren, ja, kann schon sein, dass sie ihren Job verlieren, aber gehört dazu. Nein, aber das sind doch jetzt, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig, Entschuldigung, nicht wahnsinnig differenziert. Das sind doch zwei verschiedene Fälle. Es geht doch vor allem bei diesen Fällen von die Männern, also wo Männer wirklich freigestellt werden, es wird ihnen gekündigt, sie werden irgendwie tatsächlich gesellschaftlich einfach komplett vernichtet. Ja, da muss man doch einfach sagen, das sind größtenteils Fälle, die überhaupt noch nicht bewiesen sind, wo jemand noch nicht verurteilt wurde, sondern wo irgendwie, und interessanterweise gibt es jetzt beim WDR übrigens einen zweiten Fall, wo sich jetzt Frauen vor einen Mann gestellt haben, weil sie gesagt haben, das geht so nicht. Ja, da wurde nämlich schon wieder jemand irgendwie anonym übrigens angeklagt quasi, dass er irgendwie sexuell belästigen würde und dann sollte dieser Herr auch freigestellt werden und jetzt haben sich Frauen vor ihn gestellt. Also das heißt, das ist doch wirklich was Unterschiedliches, wenn ich tatsächlich dafür, dass jemand irgendwie behauptet, ich sei sexuell übergriffig geworden, dass mir dann gekündigt wird. Also ich habe manchmal das Gefühl, was wir gerade auch erleben, das ist so ein vorauseilender Gehorsam, das ist auch so eine wahnsinnige Feigheit bei vielen, zu sagen, jetzt müssen wir die sofort freistellen, man muss jetzt sofort die Galerien leer räumen, weil wir wollen uns ja nicht dem Vorwurf aussetzen, dass wir irgendwie einen Vergewaltiger schützen. Ja? Das finde ich echt gefährlich. Aber also... Ich sehe das auch so, aber ehrlich gesagt, ich kenne einfach nicht so viele Fälle, in denen im Moment in Deutschland Männer ihren Job verloren haben, weil sie anonym beschuldigt wurden. Nee, aber es ist doch, ich meine, wir müssen jetzt nicht in die einzelnen Fälle gehen, aber es ist doch einfach, naja, wieso? Also ich meine, es ist doch schon so, dass einfach Chuck Close, die Ausstellung ist abgesagt worden. Es werden einfach Künstler wirklich gedisst. So ein Dieter Wedel, ich habe jetzt kein wahnsinniges Mitleid mit Dieter Wedel, ja? Ich habe auch keine großen Sympathien für den Mann und so weiter. Aber der ist einfach wirklich gesellschaftlich, muss man noch sagen, einfach mal vernichtet. Ja, und die Frauen, die er vergewaltigt hat, zum Teil auch.
Natürlich, wenn das so ist, ja, natürlich ist es so. Aber trotzdem funktioniert ein Rechtsstaat doch erstmal so, dass eine richterliche Verurteilung stattfinden muss. Und wenn tatsächlich sich eine Kulturtechnik etabliert, dass man wirklich aufgrund von Vorwürfen sagt, ja, dann musst du mal leider hier die Galerie räumen oder musst du mal leider deinen Regisseursessel räumen. Das finde ich echt fragwürdig. Ja, nun ist es ja ausgerechnet im Fall Dieter Wedel so, dass von der Zeit bzw. vom Zeitmagazin extrem gründlich recherchiert wurde und nicht einfach nur irgendwelche Frauen hervorgeholt wurden, die sagen, ja, ja, ist mir passiert und dann ist irgendwie Dieter Wedel explodiert, sondern die haben ja haufenweise Beweise gesucht. Also ja, natürlich. Die haben in Archiven gesucht, die haben mit Menschen gesprochen, es sind ja schon seriöse Journalistinnen, die diese Recherche geführt haben. Ja, ich möchte jetzt ungern wirklich zu tief in diesen Fall einsteigen, aber es gibt auch Stimmen, die sagen oder die sehr stark bezweifeln, ob zum Beispiel ein Protokoll aus den 80er Jahren aus einer Psychotherapiesitzung wirklich als Beweis gelten kann. Ja, die Stimmen gibt es auch. Also es gibt darüber einen wahnsinnigen Diskurs, was da als Beweis gelten kann und was nicht. Wie gesagt, ich will diesen Herrn jetzt auch nicht in Schutz nehmen. Ich habe keine wahnsinnigen Sympathien für den. Aber ich muss schon sagen, dass natürlich, und das muss man doch auch sehen, ja, dass sich die Zeit zweimal als Titelthema auf dieses Thema setzt, das ist doch nicht, weil irgendwie Giovanni Di Lorenzo so ein wahnsinnig super toller Feminist ist, sondern weil das natürlich einfach der deutsche Harvey Weinstein ist, der plötzlich präsentiert wurde, weil es aufmerksamkeitsökonomisch wahnsinnig toll ist, solche Fälle zu präsentieren, weil leider Gottes sehr viele Leute dann doch ganz gerne lesen, wie eine junge Frau möglicherweise von einem alten Mann im Hotelzimmer, Entschuldigung, flachgelegt wurde. Das ist einfach ein krasser Voyeurismus und dass zum Beispiel Frauen das auch nicht sehen, ja, dass zum Beispiel, Sie haben ja vorhin gesagt, ja, MeToo fordert die Frauen auf, erzählt doch mal eure Geschichten, wie ist das, seid ihr auch belästigt worden, macht übrigens auch der Fokus, hat auch irgendwie geschrieben, ja, schicken Sie uns doch mal Ihre Geschichten und mich erinnert das wirklich sehr stark an Diderots Die geschwätzigen Kleinode, so eine sehr schöne Geschichte, Diderot, Aufklärer, Philosoph, der hat einen Roman geschrieben darüber, dass der Sultan muss nur an seinem Ring drehen und dann fangen die Geschlechter, die Kleinode der Frauen an, aus ihrem Nähkästchen sozusagen zu plaudern. Ja? Und das erinnert mich manchmal schon daran, dass einfach überhaupt nicht gesehen wird, was für eine Medienmaschine das auch ist. Und ich meine, wenn man schon über irgendwie strukturellen Sexismus, Ungleichheit und so weiter reden will, man könnte ja auch über Gender Pay Gap zum Beispiel sprechen, wird natürlich auch, aber das Thema findet natürlich längst nicht solche medialen Verstärker. Was ich interessant finde, ist, also man könnte die Sichtweise auf Frauen, die sich zu MeToo äußern, ja auch so formulieren, die nutzen Medien auf ihre Art, die wissen, das ist jetzt gerade ein Thema, deswegen trauen sie sich zu sprechen. Natürlich ist es so, dass Frauen sich jetzt eher trauen zu sprechen als vor 5 Jahren oder so. Okay, die haben gesehen, es gibt eine Chance und so, die sind irgendwie intelligent im Umgang mit Medien. Oder man sagt halt, ja, okay, die springen da irgendwie auf, die sind total blind, die merken nicht, dass sie ausgeschlachtet werden. Also ich wäre eher bei der ersten Sichtweise, wo ich sagen würde, jetzt passiert endlich mal was und Leute trauen sich was, als sofort, wenn Frauen einen Schritt machen, zu sagen, ja okay, aber die machen halt alles falsch, die benehmen sich irgendwie wie Kinder, die nutzen nur irgendwie ihre Handys, machen irgendwelche Hashtags und das ist ja schon eine Entscheidung, auf welche Seite man sich da stellt. Also was ich mich eigentlich die ganze Zeit frage, ist, also was ich in diesem Buch ja versuche, ist zu sagen, dass der von mir sogenannte Hashtag-Feminismus einen blinden Fleck hat, dass er nämlich nicht sieht, dass er gewisse patriarchale Denkmuster sozusagen festschreibt bzw. wiederholt. Und dazu gehört auch, und da bin ich ja überhaupt nicht die Einzige, die das sagt, das sagt auch Mithu Sanyal zum Beispiel, dass es einfach eine kulturhistorisch anerzogene sexuelle und auch existenzielle Passivität der Frau gibt, dass die Frau, und da ist der psychoanalytische Diskurs ja paradigmatisch, im Grunde historisch gesehen sexuell der Spiegel des männlichen Begehrens ist. Sie ist die, deren Sexualität sich übers Nein-Sagen definiert, kann man schon bei Rousseau nachlesen, die ein Nichts zwischen den Beinen hat. Und diese sexuelle Passivität, die kulturgeschichtlich wahnsinnig festgeschrieben ist und die wir alle irgendwie immer noch in uns tragen, die, finde ich, die zeigt sich jetzt in dieser MeToo-Debatte gerade darin, dass es viele Situationen gibt, in denen Frauen handeln könnten, in denen sie selbstbestimmt sein, in denen sie auch einen klaren Willen äußern könnten. Und mir scheint es manchmal so, und das bestätigen übrigens auch Sexualtherapeuten, dass Frauen gerade aufgrund dieser Geschichte
oft gar keinen richtigen Zugang zu ihrem sexuellen Wollen und Willen haben. Ja? Das, Ulrich Clement zum Beispiel, bekannter Sexualtherapeut, sagt, Frauen haben einen nicht so direkten, sondern einen extrem verstellten Zugang zu ihren archaischen Fantasien, weil das eben im Weiblichkeitsbild ist, sozusagen, es passt halt irgendwie nicht. Ne? SIB haben Frauen nicht. Und das ist doch das, was ich sage, nur zu sagen, guck doch, liebe Feministinnen, guckt doch nicht nur auf die Männer und klagt nicht nur die Männer an, sondern guckt doch auch einfach mal auf die weibliche Position und guckt, inwiefern sich da möglicherweise diese alten Muster wiederholen. Und es ist doch feministisch, kann man doch sagen, total progressiv zu sagen, wir arbeiten jetzt auch an uns selber. Wir gucken auch, inwiefern wir möglicherweise bestimmte Strukturen festigen, stärken, indem wir ein System, das wir kritisieren, selber sozusagen mit hervorbringen und fortschreiben. Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, was daran so schlimm ist. Ich finde, oder ich glaube, darin liegt für mich so ein bisschen das Drama von diesem Buch, weil es beginnt ja mit der Frage, was tragen Frauen eigentlich zu patriarchalen Strukturen bei? Also können wir uns nicht auch mal angucken, ob Herrschaft nicht so funktioniert, dass immer nur die einen nach unten drücken oder ob vielleicht die unten sind, auch irgendwie was dazu beitragen. Und ich wäre sehr dabei, und das steht unter anderem in diesem Buch, dass das natürlich auch was damit zu tun hat, wie Frauen sich den ganzen Tag über verhalten und so und was sie gelernt haben und so und was irgendwie als normal angesehen wird für Frauen. Und ich sehe auch und ich würde auch zustimmen, dass es große Unterschiede darin gibt, wie über männliche Sexualität gesprochen wird und wie über weibliche Sexualität gesprochen wird und dass da sehr, sehr viel noch zu tun ist. Das Problem ist, es gibt diese MeToo-Diskussion und Aufschrei und so weiter und da gibt es ein sehr konkretes Thema, nämlich Gewalt, Übergriffe, Belästigung und so weiter. Da ist die eine Aufforderung, zum Beispiel bei MeToo, okay, nennt Fälle, in denen euch ein Übergriff passiert ist. Dann nennen Frauen Fälle, in denen ein Übergriff passiert ist, oder Männer nennen solche Fälle. Und dann steht dann, mir ist das passiert, ich wurde so behandelt, mir ist das passiert. Und dann kommen sie mit diesem Buch und sagen, ihr habt ja alle keine positive, aktive Sexualität. Und das ist für mich leider eine Verfehlung des Themas, weil der Aufruf war nicht, okay, nennt doch bitte mal einen Übergriff, der euch passiert ist, und was war euer geilster Sex? Ja, da wäre was anderes bei rausgekommen, ja, okay. Ich schwöre. Ja. Und das heißt, wenn man in dem Moment, wo Leute über Übergriffe sprechen, sofort umlenkt, ja, aber wie ist denn eigentlich, habt ihr eigentlich selber eine geile Sexualität? Dann wird ein Schwenk gemacht, der in dem Moment falsch ist. Naja, also, auch da würde ich gerne differenzieren, oder sagen wir mal so, ich finde in dem Fall sogar, da differenzieren Sie mir zu stark. Nämlich, Sie sagen, es gibt hier die Gewalt und da gibt es, sagen wir mal, die gewaltfreie Sexualität, die gut ist, die auf wechselseitiger Anerkennung beruht, die gänzlich unambivalent ist und so weiter. Und da muss ich sagen, das ist mir tatsächlich eine zu krasse Trennung. Ja? Nämlich, es ist doch so, dass einfach, also ich würde sogar so weit gehen und sagen, nichts am sexuellen Akt ist einfach nur harmlos, sondern sexuelle Situationen sind immer ambivalent, sie sind immer zwiespältig. Alleine schon der Begriff der Verführung, es wird ja auch immer gesagt, ja, wir sind ja nicht gegen Verführung, wir sind ja nur gegen Belästigung. Aber der Begriff der Verführung, man muss wirklich nur mal Kierkegaards Tagebuch des Verführers lesen. Die Verführung, da steckt das Führen drin. Ich führe einen anderen Menschen dahin, wo er vorher nicht war. Ich wecke in ihm einen Willen, der vorher so nicht da war. Das heißt, die Verführung ist sehr nah an der Manipulation. Darüber hinaus muss man doch einfach sagen, dass es extrem wirklich auch subjektiv ist, was ich als Belästigung wahrnehme und was zum Beispiel nicht. Ja? Also es hängt davon ab, ob ich meinen Gegenüber attraktiv finde, ob ich gerade in Stimmung bin und so weiter. Also einfach nur zu sagen, das kann man so wahnsinnig klar voneinander trennen. Also da hätte ich schon mal ein ganz großes Problem mit. Ich würde gar nicht sagen, dass man es immer wahnsinnig gut voneinander trennen kann. Und also beziehungsweise ich würde sagen, es gibt sehr eindeutige Fälle und es gibt Fälle, wo zum Beispiel beide Beteiligten es unterschiedlich sehen, wo der eine dann hinterher sagt, nee, für mich war das einvernehmlich und der andere sagt, nee, das war total schrecklich und so, und das gibt es und das gab es auch bei MeToo. Jetzt ist es aber so, wenn man anfängt über Verführung zu sprechen, klar, da ist es so, dass eine Person am Anfang etwas nicht will und am Ende will sie das und irgendwo dazwischen passiert ein Wechsel. Aber ich glaube, man darf dabei nicht den Move machen zu sagen, ja, für die Flirts der einen und für die Verführung der einen und für die was davon haben, müssen halt die anderen einen ganzen Sack voller Übergriffe
so ein bisschen mitmachen, weil das gehört halt alles irgendwie dazu und ist halt alles wischiwaschi. Das stimmt nicht. Die allermeisten Leute können schon ziemlich genau unterscheiden, wann sie die Grenzen von jemandem überschreiten und wann es was Einvernehmliches ist. Ja gut, aber es ist doch eben wirklich klar und evident so, dass es in den bei MeToo geschilderten Fällen eben nicht immer nur um Gewalt geht, sondern es geht doch, nehmen wir jetzt nochmal diesen WDR-Fall, was daran ist Gewalt? Was ist daran Gewalt? Es geht nicht immer um Gewalt, es geht manchmal um Grenzüberschreitung, manchmal geht es um kleine, unangenehme Fälle, manchmal geht es darum, wie jemand ständig blöd auf den Arsch geguckt wird. Mein Gott, das Leben ist halt manchmal unangenehm und da muss ich mich wehren. Also das meine ich nur, es geht doch nicht immer um Gewalt, ja, sondern es geht doch wirklich auch um Fälle, die, wo ich sage, das erlebe ich als unangenehm. Das, oder vielleicht auch, ich habe da was gemacht, das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Ja? Das gibt es ja auch sehr oft. Aber zu sagen, es geht da immer und überall um knallharte körperliche Gewalt, das ist doch gerade nicht der Fall. Wie gesagt, nochmal, mein Satz vom Anfang, ich wäre wirklich die Letzte, die irgendwie Vergewaltigung und Nötigung kleinredet. Das sind Situationen, wo Frauen sich nicht wehren können. Aber MeToo handelt nicht nur von diesen Extremfällen, bei weitem nicht, sondern es weitet sich absolut diffus aus. Und das halte ich für ein Problem. Also es ist ja so, das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, diese Fälle sind ja sozusagen auf einer Skala angeordnet. Und ich finde sehr problematisch zu sagen, okay, bis zu einem bestimmten Punkt, hier ist irgendwie der Cut, ab da ist es ein Übergriff, ab da ist es Gewalt, darunter ist es irgendwie, naja, passiert halt im Leben. Ich finde es schon ziemlich okay, dass Leute sich dazu äußern können. Und es ist ja auch so, dass dann sich die Öffentlichkeit eine Meinung dazu bildet. Es gab zum Beispiel diesen Fall von Aziz Ansari, heißt er, glaube ich, der Typ, der mit einer Frau ein Date hatte, die waren bei ihm in der Wohnung, es sind irgendwie Sachen passiert, hinterher wollte sie unbedingt nach Hause und hat gesagt, es war der schlimmste Abend meines Lebens. Er hat gesagt, ja, war eigentlich ganz nett, nur irgendwie ist sie dann gegangen. So. Und dann hat sie einen Text darüber geschrieben, im Rahmen von MeToo und so, im Magazin Babe. So. Dann haben Leute gesagt, oh Gott, okay, jetzt ist er der Nächste, er wird jetzt sofort irgendwie abgeschmettert, seine Karriere ist am Ende. Ist nicht passiert, weil ganz viele Leute gesagt haben, Zum Glück. Okay, die Frau ist halt einfach, hey, die war irgendwie schon überfordert davon, dass er irgendwie Rotwein statt Weißwein gegeben hat und so und okay. Und dann haben Leute gesagt, nee, dieser Mann gehört halt nicht vernichtet. Und er arbeitet weiter, dem geht es so weit. Zum Glück, gut, manchmal setzt sich die Vernunft eben durch. Das ist sehr schön, ja. Ja, und es ist offensichtlich nicht so, dass es irgendwie so einen Mechanismus gibt von irgendeine Frau veröffentlicht irgendeinen Text anonym im Internet und zack, platzt irgendwo anders eine Männerkarriere. Also dass es sexuelle Gewalt gibt, wollen wir ja alle nicht bestreiten. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn MeToo nicht der richtige Weg ist, was wäre denn der richtige Weg, um nicht nur auf die Einzelfälle zu gehen, wo man vielleicht im Zweiergespräch das klären kann, sondern wenn man wirklich umfassender mit der Problematik umgehen will? Also ich glaube, dass wirklich, also ich will gar nicht negieren, dass es offensichtlich schwerwiegend, mehr oder minder schwerwiegende Kommunikationsprobleme zwischen Männern und Frauen, dass es die gibt. Das würde ich überhaupt nicht negieren. Ich würde aber schon bezweifeln, dass bei den Männern immer, wenn eine Frau etwas als unangenehm empfindet, da Boshaftigkeit hintersteht oder ein Unterdrückungswille. Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es einfach auch unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Wahrnehmungsweisen auf Sexualität gibt. Und für mich wäre ein Weg, also erstens der bereits beschriebene, dass auch die Frau guckt, inwiefern sie eine bestimmte Kulturgeschichte in sich trägt. Das wäre der erste Weg. Und der zweite Weg ist wirklich, mit dem anderen Geschlecht, das ja nun mal ein anderes Geschlecht ist, in den Dialog zu treten. Und es gibt so eine sehr schöne Schrift von Thomas Nagel, die heißt What is it like to be a bat? Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Und da geht es darum, dass eben Thomas Nagel sagt, ja, diese Fledermaus, also man weiß es eigentlich nie, wie die Fledermaus sich fühlt, weil wir eben nicht in diesem Körper stecken, wir wissen es einfach nicht. Jetzt sage ich nicht, dass Männer und Frauen so verschieden sind wie Menschen und Fledermäuse, sage ich nicht. Aber ich würde schon sagen, und auch das bestätigen Sexualtherapeuten, dass es eine Unterschiedlichkeit auch gibt in der Sexualität und in der Wahrnehmung von sexuellen Situationen. Also dass zum Beispiel Männer bestimmte Zeichen von Frauen schlichtweg falsch deuten. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, und wenn MeToo dazu führen würde, fände ich es auch, dann wäre ich froh, wenn man diesen Bogen noch kriegen würde, dass man eben nicht diesen Anklagediskurs führt, der meines Erachtens wirklich zu einer Verhärtung und auch zu einem Verstummen der Männer führt, sondern wenn man tatsächlich in diesen, nein, zu einem Verstummen der Männer, nicht jetzt im Generellen, aber zu diesem Thema. Ja, ich habe gerade heute Morgen, habe ich einen Philosophen
dessen Namen ich jetzt mal nicht nenne, ich weiß nicht, ob das so recht wäre, viele werden ihn aber kennen, zufällig getroffen in Zürich am Flughafen. Und der sagte mir, eigentlich hätte ich total gerne was Kritisches aus Männersicht zu MeToo geschrieben, aber er hat gesagt, der Diskurs ist so komisch, der ist so veranlagt, dass das eigentlich für einen Mann vollkommen unmöglich ist. Feige Sau. So. Ich finde nee, doch, feige Sau. Weil ich meine, es ist natürlich so, dass Moment, ganz kurz, darf ich kurz eine Sache, darf ich vielleicht noch erzählen, von wegen feige Sau. Ich habe in meinem Buch hinten einem Kollegen gedankt dafür, dass er mir beim Bibliografieren geholfen hat. Dieser Kollege schreibt für eine feministische Plattform und hat jetzt aber eine Mail bekommen von der Chefin, dass er leider, weil ich ihm in meinem Buch danke, leider nicht mehr für diese Plattform schreiben darf. Und schafft er es nicht, dann mit ihr darüber zu diskutieren? Was soll man denn da? Da kann man einfach nur sagen, fuck you, kann man da nur sagen. Also ich meine, so offen, also von wegen feige, ja, das ist wirklich, da muss ich wirklich sagen, das finde ich diskursiv höchst problematisch, um es mal vorsichtig auszudrücken, und auch gefährlich. Also das heißt, von wegen feige, ja, es gibt hier wirklich eine... ich will jetzt nicht dieses komische Wort Zensur und Tabuisierung und so weiter, das sind alles problematische Begriffe, aber es ist eben in gewisser Weise und mit gewissen Leuten kein offener Diskurs möglich über diese Probleme, und das wundert mich echt extrem. Ja, okay, ich glaube, es gibt Leute, die auf bestimmte Dinge komisch reagieren, und ich finde es auch komisch, dass man nicht erstmal mit ihm redet und sagt, sag mal, was ist denn deine Sichtweise und ist das vielleicht irgendwie zwiespältig oder so. Hätte ich jetzt an ihrer Stelle gemacht, also an der Stelle der Chefin von diesem Ding. Aber das ist faktisch sippenhaft, was da passiert. Ne? Da wird jemand in Sippenhaft genommen. Ja, gut, ich finde es auch merkwürdig. Aber was man ja sagen muss, ist, also es gab ja vor MeToo, bevor so viele Fälle öffentlich geworden sind, war es ja auch nicht so, dass sozusagen freie Rede war in Bezug auf diese Sachen, sondern es gab sehr viele Fälle, wo Frauen zum Schweigen gebracht wurden, als sie angefangen haben, über diese Dinge zu sprechen. Und da hätte man auch sagen können, ja, das ist irgendwie Zensur und Tabuisierung und keine Ahnung was. Also es gab natürlich auch diese Stimmen und so. Aber jetzt zu sagen, dass sozusagen durch MeToo und durch das Sprechen über Gewalt erst so eine konflikthafte Atmosphäre irgendwie entsteht, ist ja auch total schräg. Also weil vorher waren es halt andere Leute, die zum Schweigen gebracht wurden, und jetzt gibt es natürlich auch Leute, die überreagieren, aber so sind halt Menschen. Also Menschen sind halt so, dass sie teilweise verrückte Diskussionen führen. Aber ich finde es schwierig dann, wenn man eigentlich, und das ist ja das Lustige, dass wir eigentlich das gleiche Ziel haben irgendwie, wir wollen, dass Frauen irgendwie ein gutes Leben haben können, so würde ich das mal zusammenfassen, und irgendwie Männer dabei ja, nicht da bin ich vollkommen bei Ihnen. Und wir wählen aber auch Männer aber auch übrigens. Ja, Männer auch. Und wir wählen aber irgendwie verschiedene Wege dafür, und aber das Interessante ist halt, dass man dann in dem Moment, wo anfängt, sich was zu ändern, sich halt nur auf die schlimmen und zu naiven und irgendwie blöd gelaufenen Fälle beschränkt und dann sagt, ja, okay, stellt euch halt alle dämlich an, macht es halt mal anders. Gut, also vielleicht noch ein letztes Wort, ja, also weil das jetzt ja gerade auch so anklang. Also natürlich finde ich es gut, wenn Frauen eine Sprache finden und wenn sie eine Sprache finden für schlimmste Gewalt, die ihnen angetan wurde. Und selbstverständlich ist das auch eine Form von Selbstermächtigung. Ich meine, das, ihr Buch zeugt ja auch davon, ja. Also das, natürlich ist das eine Form von, auch von Potenz. Aber trotzdem finde ich eben die Art und Weise, wie sich diese Gesamtkonstellation, diese diskursive Gesamtkonstellation entwickelt hat und eben vor allem dieses, es wird über Öffentlichkeit gespielt, also es wird eben kein, es ist kein, keine direkte Auseinandersetzung möglich, die Undifferenziertheit, die Generalisierung, das sind alles Sachen, die wir jetzt, glaube ich, ziemlich ausführlich auch besprochen haben, wo ich sagen würde, man sollte doch darüber nachdenken, ob das die richtige Form ist, um etwas zu erreichen, was ich ja auch prinzipiell unterstützen würde, nämlich, und das wäre mein Ziel, dass sich die beiden Geschlechter in ihrer jeweils eigenen Potenz begegnen können. Ja, und dass man aus dieser Verdinglichungslogik herauskommt. Und was ich nur gerade beobachte, ist, dass sich die Verdinglichungslogik so ein bisschen umdreht. Also dass eigentlich jetzt gerade, finde ich, eben eine zutiefst männliche Strategie gefahren wird, wenn der Mann sozusagen festgeschrieben wird, in Frankreich heißt es ja auch, klagt ein Schwein an, auf ein tierisches Verhalten und tatsächlich einfach, ja, kein offener, kein dynamischer Dialog möglich ist. Also ich lehne eine Verdinglichung
konsequent ab, egal ob es Frauen oder Männer betrifft. Verdinglichung ist scheiße. Aber was daran ist die typisch männliche Strategie? Verdinglichung. Ja, das waren ja jetzt mal jahrhundertelang, waren es natürlich die Frauen. Die Frau war das Objekt, die Frau wurde unterdrückt. Selbstverständlich haben wir diese Geschichte. Ja? Das ist natürlich Mann, Subjekt, Frau, Objekt, Mann, Natur, Frau, Kultur und so weiter. Das kennen wir ja alles. Und jetzt sind wir irgendwie in einer Situation, wo wir rechtlich gleichberechtigt sind, faktisch aber noch nicht. Ganz offensichtlich gibt es da Ungleichgewichte, Machtstrukturen. Aber nochmal, für das Faktische sind die Individuen maßgeblich mitverantwortlich, hauptverantwortlich. Sollte das Schlusswort sein, oder? Ich denke, jetzt können wir weiter mit dem Publikum diskutieren. Hat denn schon gleich jemand was zu sagen oder zu fragen? Mikro kommt. Hallo. Ich wollte mal Sie fragen, Name jetzt leider vergessen. Wen jetzt? Wen jetzt? Hallo. Also Sie. Mich? Ja. Okay. Wie das denn, ich habe mich gefragt, Frauen sollen nicht passiv sein, haben Sie gesagt, oder sollen sich so gut wie möglich wehren, da stimme ich hundertprozentig zu. Aber als ich das Buch gelesen habe, hatte ich nur ein ganz kleines bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen das Recht abgesprochen wird, dass die Frau in dem Moment vielleicht nicht weiß, was sie tun soll. Oder dass sie, also ich finde, es ist, die aber Frau, welche Situation meinen Sie jetzt? Sagen die Situation, Sie mal ein Beispiel. In der die Frau potenziell in Gefahr sein kann und wo sie danach Hashtag MeToo schreiben würde und was auch immer dann ihre Geschichte aber erzählen würde. Aber sagen Sie doch mal wirklich ein ganz konkretes Beispiel. Schildern Sie mal eine Situation. Meine Freundin hat mir vor ein paar Tagen erzählt, dass sie nicht mehr zu ihrem Italienisch-Sprachkurs gehen möchte, weil ihr Italienischlehrer sie jedes Mal belästigt, indem er ihr vor der versammelten Mannschaft irgendwelche Fragen zu ihren Klamotten stellt. Und da ist bei mir als erstes auch aufgekommen, ja, da musst du dich wehren, da musst du schreien und so. Und sie hat gesagt, ich kann es in dem Moment nicht. Es tut mir leid. Und dann, ja, sage ich schon so, ja, deine Mutter, wer auch immer, hätte dir das beibringen müssen, was auch immer. Aber ich weiß nicht, wer ist hier, irgendwer hätte, der Vater, irgendwer hätte es beibringen müssen. Aber im Endeffekt fände ich es dann trotzdem erstmal nicht schlimm, wenn sie um diese, was auch immer sie da in sich hat, vielleicht sogar so eine Art von Schuld, die sehr komisch kommt, dann Hashtag MeToo irgendwo hinschreibt. Die muss ja nicht mal in die Tene, also ihn mit Namen zu nennen, weiß ich nicht, ob das wie moralisch verwerflich oder auch nicht das ist, aber ich habe das Gefühl, dass es okay ist, wenn sie dann irgendwas tun möchte. Wenn das Hashtag MeToo ist, dann ist das, finde ich, erstmal wertfrei zu betrachten mit einem Schulterklopfen an sie, genau, weil sie sich getraut hat. Ja. Und nichts anderes als das. Und das, ich finde schade, wenn das so, und das ist dann sehr undifferenziert allgemein gesagt wird, grundsätzlich würde ich erstmal gucken, ob man sich wehren kann und danach kommt eventuell Hashtag MeToo. Und das finde ich super, super schade, weil als erstes ist es also wichtig, dass zum Beispiel meine Freundin, hat jetzt nicht Hashtag MeToo gemacht oder dahin geschrieben, aber dass sie verdient, dass sie nicht weiß in dem Moment, was sie tun soll. Na gut, ja. Also selbstverständlich gibt es diese Situationen und die gibt es ja auch in noch viel krasser. Das ist wahrscheinlich die es jedes Mal, also das ist wahrscheinlich genau, die. Ist ja jetzt gut, jetzt haben wir mal so einen ganz konkreten Fall. Ja? Und dann kann man, ich finde, es gibt so zwei verschiedene Weisen, damit umzugehen. Entweder man sagt, seht ihr, die Frau kann sich nicht wehren, die ist halt einfach in dieser Situation total verunsichert, die ist schwach, aus welchen Gründen auch immer, sie kann es halt einfach nicht. Oder man sagt, ja, sie konnte es in dieser Situation nicht, aber es kommt darauf an, dass sie es können sollte. Ja, und ohne jetzt irgendwie so dazustehen, wäre mein Impuls zu sagen, wir müssen versuchen, nicht die Frau sozusagen immer festzuschreiben in diesem, ja, sie ist ja zu schwach, sie kann es doch nicht, sondern zu sagen, du bist in diesem Augenblick zu schwach, aber beim nächsten Mal machst du es anders. Das heißt also, das finde ich ist der Punkt. Und ich habe bei der Dynamik, die sich jetzt entwickelt, habe ich wirklich das Gefühl, dass immer wieder gesagt wird, ja, aber es gibt ja, natürlich, es gibt auch traumatisierte Frauen. Es gibt auch die berühmte Angststarre, dass Frauen, die traumatisiert sind, sich
in bestimmten Situationen nicht verhalten können und dann Sachen mit sich machen lassen, die sie eigentlich nicht wollen und so weiter. Das gibt es alles, das würde ich auch nie negieren. Aber auch da gibt es ja zwei verschiedene Weisen. Entweder man sagt, es gibt diese Frauen, die sind traumatisiert, die können einfach nichts machen und es bleibt auf ewig so. Oder man sagt, ja, es gibt diese Fälle, aber wir versuchen auch diese Frauen in die Potenz zu bringen. So, und da würde ich sagen, das ist die... Mein Ansatz, würde ich jetzt sagen, ist der dynamisierende Ansatz und das andere ist einfach ein Festschreiben. Es geht nicht darum, dass man das nicht anerkennen kann, dass es in diesen Situationen so ist. Und dann vielleicht noch ein Satz dazu, Sie haben gesagt, ja und dann traut sie sich immerhin MeToo zu twittern. Also ich finde, es ist wirklich nochmal ein Unterschied, ob man, sagen wir mal, ich weiß es nicht, eine Geschichte erzählt, ein Buch schreibt, einen Zeitungsartikel oder sich in irgendeiner Form anders sich das Wort nimmt für das, was man erfahren hat und auch mit seinem Namen und mit seinem Gesicht dafür einsteht oder ob ich irgendwie sitze irgendwie, also das ist jetzt nicht Ihre Freundin, ja, aber so stelle ich mir das so ein bisschen vor, man sitzt so irgendwie auf dem Klo, hat sein Handy da und denkt, oh ja, ich bin irgendwie auch mal belästigt worden, me too. Also dazu sagen, das ist jetzt, also sozusagen MeToo ist immer irgendwie ein Ausdruck von wahnsinniger Autonomie und Selbstermächtigung, das halte ich wirklich für Quatsch. Aber MeToo kann ja auch sehr bestärkend sein, genau für meinetwegen seine Freundin. Okay, ich bin hier nicht irgendwie die Doofe, die mein Italienisch-Lehrer auf irgendeine komische Art und Weise dazu animiert, mich so zu behandeln, sondern es gibt hier ganz unterschiedliche Fälle. Ich kann mich wehren, ich bin nicht die Einzige, ich werde jetzt also... Darf ich dazu ergänzen, dass gerade bei MeToo ist doch das Schöne, dass die extreme Masse an Fällen, die es da gab, viele ermutigt hat, auch wenn es anonyme Fälle waren, wo gar nicht ein Täter irgendwie konkret beschuldigt wurde und wo auch gar nicht klar war, wer da genau spricht und auch wenn die Leute das beim Kacken geschrieben haben, ist trotzdem für viele Leute einfach ermutigend war zu sehen, okay, es geht ganz, ganz vielen Leuten ähnlich wie mir. Und da würde ich sagen, ist es relativ egal, ob da sich Leute hinstellen mit Gesicht oder nicht. Ich meine, manchmal ist es für Leute wichtiger, sich identifizieren zu können oder zu denken, ah, wow, diese starke Frau hat auch diesen Scheiß erlebt oder so. Aber gerade bei MeToo war doch sozusagen die Wucht der reinen Menge von Fällen für viele Leute ein Auslöser zu sagen, okay, es ist schon krass und ich bin nicht einfach nur verrückt, wenn ich mich über irgendwas beschwere, sondern es ist vielleicht tatsächlich ein riesiges Problem. Gut, ich glaube, wir drehen uns jetzt wirklich so ein bisschen im Kreis, weil es ist nochmal, es sind ja eben sehr verschiedene Fälle, ja, und nicht jeder Fall, nicht bei jedem Fall, wo eine Frau selber das Gefühl hat, da ist mir was ganz Schreckliches widerfahren, ist auch schrecklich, ja, also das haben Sie ja eben selber gesagt. Es gibt einfach wahnsinnig viele Fälle, wo man sagen muss, naja, also komm. So, das ist doch schon mal das Erste. Und das Zweite, finde ich, ist wirklich, was folgt daraus? Das ist doch das Entscheidende. Wenn jetzt MeToo wirklich dazu führen sollte und dieser Dreh sich einstellen würde, dass man tatsächlich auch, ich sage es jetzt mal so ein bisschen mit Sloterdijk, in so eine weibliche Vertikalspannung kommt, ja, dass man sagt, so, wir gucken jetzt auch mal bei uns selber, wäre ja alles super. Aber wenn man einfach immer nur sagt, wir können ja nicht, wir sind in dieser patriarchalen Struktur, die uns unterdrückt, das finde ich klein. Da macht sich die Frau viel kleiner, als sie ist. Aber es ist lustig, weil ich meine, es gibt Demonstrationen mit tausenden Leuten, es gibt Sprecherinnen, es gibt Schauspielerinnen, die sich hinstellen. Ich nehme das als eine extrem aktive Bewegung wahr, die sich zusammensetzt, die organisiert Veranstaltungen, die irgendwie... ist präsent im Internet, ist präsent auf der Straße, die macht alle möglichen Dinge, die macht Seminare, die macht irgendwelche, keine Ahnung, die macht alle möglichen Dinge, es erscheinen Texte, es sind total viele, es ist gerade total flashige Situation für Feminismus und dann zu sagen, ja, es sind halt alles irgendwie Opfer, das finde ich einen total krassen, also ich bin nicht einfach nur als Angriff, sondern ich finde es wirklich einen interessanten Wahrnehmungsunterschied, weil ich nehme es extrem anders vor, ich meine, ich weiß nicht, also ich schreibe diese Texte, ich verkaufe diese Bücher und so und es läuft total geil. Und ich habe so das Gefühl, es ist gerade eine Hochphase des Feminismus. Und in der Phase zu sagen, ja, die stellen sich halt alle irgendwie hin und heulen rum, finde ich echt crazy. Aber wir... Ja, also wie gesagt, ich kann eigentlich immer nur wieder dasselbe sagen, aber interessant ist ja auch, dass Sie sagen, Sie schreiben Bücher und es läuft total geil, ja? Also ich meine, vielleicht kann man auch einfach mal diese Seite sehen, dass wir heute in einer Zeit leben, wo Frauen Bücher schreiben, die total geil laufen. So, und dass man diese Möglichkeit hat. Und mir kommt es manchmal tatsächlich so vor, dass der Feminismus in den 70er, 80er Jahren wirklich
also was jetzt eine progressive heterosexuelle Weiblichkeit angeht, weiter war als heute. Wenn ich an Hélène Cissou denke, wenn ich an Luce Irigaray denke, wenn ich an die feministische Avantgarde denke, Hannah Wielke, Wally Export, was die für Bilder gefunden haben, was die für eine Offensivität, wie die versucht haben, wirklich diese Weiblichkeitsstereotype aufzubrechen. Und ich habe das Gefühl, der Feminismus für die heterosexuelle Frau ist wirklich so ein bisschen eingeschlafen. Das Einzige ist Emma, ja, das Entschuldigung, kann ich nicht wirklich ernst nehmen, weil das irgendwie so auf der Stelle trampelt. Aber dass man, ja, gut, aber, und nee, ja, aber übrigens, nee. Übrigens, ne, ganz kurz, das finde ich ja, ich habe das natürlich gelesen, ja, und ich finde das ja interessant. Ich meine, es geht die ganze Zeit darum, um die Ermächtigung, um Worte zu finden, für das, was einem, ne, es geht darum, Worte zu finden. Und für mich ist Worte finden, ist echt was anderes als MeToo zu twittern. Das ist es. Wir sind, glaube ich, tatsächlich, was jetzt den Grundimpuls angeht, vielleicht gar nicht so weit auseinander. Es geht um den Weg. Ne? Ich glaube auch. da waren noch ein paar Publikumsmeldungen. Ja, also ich finde ein bisschen schade, dass hier Sachen so vermischt werden, weil ich an sich finde, dass der Diskurs darüber, ob es jetzt ein neues Framing geben soll, ob man die weibliche Sexualität neu entdecken muss nochmal, nachdem was so viele Jahrhunderte anders gelaufen ist. Und gleichzeitig wird eine Debatte wie MeToo einfach auf Einzelfiguren nur reduziert, wobei ich das total anders wahrgenommen habe als eher ein Moment, wo es aus der Vereinzelung raustritt, also wo so viele Frauen auch einen Diskurs mitbestimmen und sagen, für mich wird jetzt erst deutlich, dass ich nicht die Einzige bin, der das passiert. Und ich tatsächlich auch mit vielen Männern ganz tolle Diskurse, also Gespräche danach hatte, wo einfach denen gar nicht klar war, dass das der Alltag ist. Also dass es alltäglich ist, dass einem hinterhergerufen wird, dass man in den Arsch gegrapscht wird und das natürlich nicht passiert, wenn sie dabei sind. Und für mich sich durch diesen Hashtag, den ich auch erst ein bisschen kritisch als mache ich mich zum Opfer gesehen habe, doch dann was sich geöffnet hat, wo sich die gesamte Gesellschaft verändert und Gespräche geführt werden, die es vorher nicht gab. Vorne war noch der Herr. Dem kann ich mich nur anschließen. Also ich stolpere auch so ein bisschen darüber, dass in der Kritik an MeToo irgendwie immer es um die ganze Bewegung geht. Oder es die Tendenz dazu gibt, die ganze Bewegung als in Ermangelung eines besseren Begriffs, sage ich jetzt mal Bewegung, in Bausch und Bogen zu verbannen. Und ich habe aber das Gefühl, es mag diese Fälle geben, die man kritisieren kann, über die man streiten kann. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass im Wesentlichen da total krasse Sachen passieren, die ich toll finde. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es sozusagen nur eine Auseinandersetzung über den Scheidungsanwalt gibt, sondern auch ich habe so viele Gespräche geführt als Mann mit Frauen, die für mich wirklich augenöffnend waren. Und ich habe gemerkt, krass, es gibt wirklich Dinge, die wusste ich vorher einfach nicht. Und ich habe auch das Gefühl, ja, ist vielleicht blöd, wenn sozusagen so eine reine Negativität verstärkt wird, aber dabei bleibt es doch gar nicht stehen, sondern auf Nein heißt Nein folgt ja dann mehr, also folgt ja immer auch eine Aktivität. Und ich kenne es, also zum Beispiel erlebt es bei meiner Freundin, die hat auch bestimmte Erfahrungen gesammelt und so weiter, und für die ist dieser ganze MeToo-Diskurs, obwohl sie ihn auch in bestimmten Punkten kritisch sieht, eine enorme Ermutigung gewesen jetzt. Also sie ist Schauspielerin, und das ist natürlich ein Gewerbe, in dem man mit vielen, vielen wirklich schwierigen Situationen zu tun hat, allein in der Rollenauswahl so. Und es hat sie ihr so eine Kraft gegeben, da irgendwie aktiv zu werden und sich zu wehren und überhaupt erstmal diese Probleme anzuerkennen und sich zu fragen, krass, was habe ich mir eigentlich die ganze Zeit gefallen lassen? Und also ich finde, das sind alles mega positive Aspekte dieser MeToo-Debatte, und ich glaube, die kann man anerkennen, selbst wenn man bestimmte Aspekte davon irgendwie kritisiert. Ja, danke. Genau, ich würde ja auch wirklich, und das schreibe ich auch ausdrücklich in diesem Buch, ich würde MeToo auch nicht den emanzipatorischen Willen absprechen. Was ich sage ist, es gibt blinde Flecken. Und die zu beleuchten, da würde ich sagen, das kann doch dem Feminismus nicht abträglich sein, sondern eigentlich nur zuträglich sein. Und da verstehe ich eben nicht, warum man sich davor so verschließt, warum man sich so sehr davor verschließt zu sehen, dass einfach Frauen
heute durch ihr Verhalten eben ein bestimmtes Verhalten auf Seiten der Männer auch stützen. Und ich meine, das ist ja, glaube ich, interessant zu sehen. Und wenn MeToo diesen Effekt jetzt haben sollte, ja wunderbar, ja. Aber ich glaube tatsächlich eben, viele Männer wissen gar nicht, warum oder dass etwas Bestimmtes für Frauen irgendwie oder für eine Frau, für die andere ja schon vielleicht wieder gar nicht, ja, unangenehm ist, weil sie eben nichts sagen in bestimmten Situationen. Also da fängt es ja schon an, dass es so problematisch ist. Das ist doch das Problem. Und da würde ich einfach nur sagen, wir müssen dahin kommen, tatsächlich in diesen Dialog und dass Frauen in den konkreten Situationen aus diesem Gefallmodus herauskommen. Ja. Da hinten ist noch eine Meldung. Ja, ich finde es spannend, was Sie sagen, dass Sie eigentlich die Verantwortung jetzt schon wieder auf die Frau abwälzen. Sie müssen ja was sagen. Ich glaube, das ist eher ein altes Muster, dass man darauf hingewiesen werden muss. Also ich glaube, es ist eigentlich genau andersrum. Es gibt, glaube ich, relativ zweifelsfrei sogar, würde ich sagen, die Situation, ab wann findet eine Grenzüberschreitung statt und ab wann nicht. Und es ist eben nicht die Verantwortung der Frau zu sagen, ah, jetzt ist hier Stopp und dann ist nicht. Und der Mann muss nicht mal drüber nachdenken, sondern ich finde Bewegung insofern ganz gut, zu sagen, hey, zu jeder diskriminierten Gruppe gehört immer das Gegenstück, also eine Gruppe, die diskriminiert, ob sie jetzt will oder nicht. Aber das heißt also, es gibt automatisch männliche Privilegien, die das Gegenstück zur Diskriminierung von Frauen sind. Und deswegen nur zu sagen, ach, jetzt müssen die Frauen irgendwie mal richtig ihre Sexualität entdecken, dann ist das Problem gelöst, es reicht halt nicht, sondern es ist eben ganz genau sehr wichtig, dass die männlichen Privilegien auch zum Beispiel aktiv erstmal erkannt werden, aufgegeben werden. Und so sowas kann MeToo beitragen und deswegen ja, ist es absolut gut. Dass Männer sich auch über ihre eigene Sexualität Gedanken machen, kann ich nur begrüßen. Ja? Wir haben jetzt gerade im aktuellen Philosophie-Magazin ein Interview mit Virginie Despont, die sagt, Männer verstehen ihre eigene Sexualität nicht, was sie sehr schön entwickelt. Und sie hat ja als Prostituierte gearbeitet, hat Pornofilme gedreht. Also sie weiß, wovon sie redet, sagt, sie verstehen ihre eigene Sexualität nicht. Natürlich müssen Männer auch über ihre Sexualität nachdenken. Das würde ich sofort sagen. Nur ich sage doch mit keinem Wort, und das höre ich da so ein bisschen raus, dass jetzt wieder die Frau sozusagen schuld ist. Und die Frau muss jetzt aber, sondern nein, die Frau muss aber auch. Das ist einfach der Punkt. Eine kleine Vorbemerkung, hier sitzen 80-90% Frauen im Saal. Ihnen ist aufgefallen, wie die Geschlechtsverteilung bei den 4 Wortmeldungen bisher war. So viel zum Thema Aktivität und Passivität. Ich möchte ein Bild reinwerfen, was vielleicht hilft, um das Unbehagen, das ich mit Svenja Flaschpöhler teile, an der MeToo-Debatte zu veranschaulichen. Jemand erzählt mir, er hat eine schwere, schwere Lungenentzündung, an der er fast gestorben ist. Und ich sage, ich hatte auch mal eine Erkältung. Das ist mein Problem mit der MeToo-Debatte, dass tatsächlich schwer traumatisierende Fälle benutzt werden, dass sich jemand mitgemeint fühlt, der mit nichts gegen ihre Freundin, ich kenne solche Situationen im Dutzend. Das ist lästig, das ist salopp gesagt, zum Kotzen. Die Frage ist aber doch jetzt eben, wie reagieren wir darauf? Reagieren wir darauf, indem wir jetzt verlangen, dieser Italienischlehrer muss weg, weil der muss endlich begreifen, dass sowas nicht geht? Oder setzt man sich hin und sagt, Mädel, wir überlegen, was du dem das nächste Mal sagst. Zum Beispiel, du hast auch eine schöne Hose, ein bisschen eng im Schritt oder ein bisschen wenig drin, um sie auszufüllen. Das wäre meine Strategie, damit umzugehen. Oder würde ich gerne, Frau Stokowski, ganz konkretes Beispiel. Wir wissen, dass an einer gewissen Musikhochschule in München es hoch herging. Da sind nun Urteile gefällt worden. Und ich weiß von anderen Professoren, die an Musikhochschulen arbeiten, dass da im Augenblick heftig diskutiert wird, ob man nicht sämtliche Übungszimmer, also für die, die keine Musikhochschulen kennen, es kommt eben zu sehr viel Einzelunterricht, weil der Instrumentalunterricht das mit sich bringt, dass man anstatt quasi Lehrgänge zu machen, wie gehe ich mit grapschenden, übergriffigen Professoren um, fordert man, dass sämtliche Übungsräume Glastüren kriegen, damit permanent geguckt werden kann, was da passiert. Finden Sie das eine richtige Maßnahme? Finde ich überhaupt nicht schlimm. Also ich sehe nicht, dass das irgendwie, also was ja dann mal gesagt wird, irgendeine Zensur, Totalitarismus, keine Ahnung, sehe ich nicht. Sie möchten permanent beobachtet werden können bei dem, was Sie tun, das finden Sie gut. Wenn ich Flöte übe, ist okay. Ich glaube, Sie haben noch nie Flöte geübt. Also, ich glaube, Sie haben noch nie Flöte geübt, wenn Sie das so sehen. Zum Beispiel der Vorgang des Singens oder ein Geigenspiel. Ich habe lange Flöte gespielt. Ich finde es tatsächlich, ich finde es nicht schlimm,
wenn dafür dann Fälle verhindert werden, wo Leuten Gewalt angetan wird. Sie fänden es aber nicht besser, sozusagen das, was ich eben kurz skizziert habe, in solchen harmlosen Fällen, zu sagen, also wenn es noch nicht mal gelingt, mit so einem unsinnredenden Italienischlehrer klarzukommen, wo ich sage, Frauen, wie soll denn dann was aus euch werden, wenn ihr noch nicht mal damit klarkommt? Also ich würde gern zu dem konkreten Beispiel von wegen Lungenentzündung und Erkältung und Vergewaltigung und Italienischlehrer was sagen, dass da irgendwie, also es ist ja ein sehr häufig vorgebrachter Einwand, der gebracht wurde, auch in der ganzen MeToo-Debatte, dass man sagt, indem sehr viele Frauen über schlichte Belästigung sprechen, sie die eigentlichen Opfer von schweren Verbrechen verhöhen. Das wurde ja häufig gesagt und das ist dann irgendwie immer so ein sehr perfider Einwand, weil man Leute, die eigentlich sich gegen Gewalt aussprechen, dann irgendwie so sagt, ja, ihr seid aber gemein zu den Opfern. Und ich kann aus meiner Perspektive nur sagen, ich habe in meinem Buch zum Beispiel auch darüber geschrieben, wie ich vergewaltigt wurde von meinem Lehrer an der Schule, als ich 16 bis 19 war. Und ich sehe auch die Leute, die jetzt sagen, okay, mir hat auch mal jemand an den Arsch gefasst. Und ich finde es okay. Ich finde es komplett okay, dass es in einer Diskussion passiert, weil es zusammengehört. Das heißt nicht, dass es dasselbe ist, aber keine Frau behauptet das. Keine Frau behauptet es. Ja, aber ich finde den zweiten Punkt, der daraus ja folgt, ja, also dieses, schafft man jetzt gläserne Räume, damit eben auch vergleichsweise kleine Überschreitungen gar nicht erst stattfinden können. Und ich meine, das ist doch genau der sozusagen die abschüssige Bahn, die dann wirklich in eine Gesellschaft führt, in der ich wirklich nicht leben möchte. Das ist für mich keine liberale Gesellschaft, sondern das ist eine Überwachungsgesellschaft. Da wird permanent geguckt, was die Leute machen, damit nichts passiert. Das ist das, was die CSU will. Das ist Kameras überall, das sind gläserne Räume. Also ich möchte das nicht. Es hat doch aber auch niemand gesagt, dass man in sämtlichen Gebäuden der Welt nur noch Wände und Türen. Nee, aber das war doch Glas ein gutes Beispiel. Das war doch ein gutes Beispiel. Das ist ein Beispiel, wo ich sagen würde, das ist überhaupt nicht crazy. Was stört mich das, wenn ich irgendein Instrument übe und die Tür ist aus Glas? Das ist doch verrückt. Ich meine, also wer sind denn bitte die Leute, die sagen, nein, es soll alles so bleiben und dann müssen die Leute halt irgendwie sich wehren in den einzelnen Momenten. Also dann weil ist es doch gut, wenn eine Institution ein Zeichen setzt und sagt, wir wollen das hier nicht haben. Und wenn es fucking Glastüren sind, dann sind es fucking Glastüren. Ja, das ist mutig von Ihnen, so zu sehen. Ich finde das Es gefährlich. Muss ja vielleicht auch kein Widerspruch sein, dass man vielleicht Frauen stärker oder bestärkt, sich zu wehren und trotzdem anfängt, hier und da mal Glaswände zu bauen. Also ich finde, es ist nicht immer unbedingt ein Widerspruch sein muss. Also ich denke immer noch, dass eine Demokratie auf Mündigkeit beruht, auf mündigen Bürgern, auf aufgeklärten Bürgern, auf Bürgern, die in der Lage sind, nicht nur Autonomie einzufordern, sondern auch autonom zu leben. Und es ist wesentlich leichter, Autonomie einzufordern, als Autonomie zu leben. Und ich glaube, wenn wir anfangen, den Individuen abzusprechen oder nicht mehr von ihnen zu erwarten, dass sie autonom handeln, dass sie selbstbestimmt handeln, also ich weiß nicht, wie man es anders sehen kann, als dass dann diese Demokratie, die genau darauf fußt, in Gefahr ist. Wie soll man das denn anders sehen? Ich glaube, da gab es noch einige Stimmen. Ich würde gern kurz auf meine Vorrednerin eingehen. Ich glaube, dass diese Beispiele natürlich immer polemisch zugespitzt sind und nur eine Antwort zulassen. Also wer will denn Überwachungsräume? Das will ja keiner. Doch, es Frau Stokowski. Nein, das glaube ich nicht. Das habe ich nicht so wahrgenommen, weil natürlich ist in dem Moment, wenn man die Frage, wie das Thea Dorn natürlich fantastisch kann, so extrem zuspitzt, gibt es immer nur eine Möglichkeit, wenn man bei seiner Position bleiben will. Wenn man das jetzt mal weglässt und auch was Sie sagen, Frau Flaßpüller, da ist ja unheimlich viel Entscheidendes und Wichtiges für eine Debatte dabei. Die Frage ist nur die erste der Gleichzeitigkeit. Also eine Frage an Sie, gibt es nicht vielleicht in der Gesellschaft, weil dieser Abend, unter dem wir uns treffen, heißt ja Resonanzboden, Resonanzraum. Also die Gesellschaft ist ja ein Resonanzraum für die Diskussionen, die Sie oder die Positionen, die Sie unterschiedlich vertreten. Frage ist, gibt es nicht vielleicht eine Reihenfolge? Das ist das, was ich mich immer frage. Also muss es nicht vielleicht das von Ihnen kritisierte MeToo erst mal geben, ehe man zu einem Standpunkt kommen kann, den Sie vertreten, der genau da ansetzt, wo, glaube ich, Ihre Gesprächspartnerin mir gar nicht so Divergenz erschien, im Sinne von, okay,
die gute Frage ist ja immer, was können wir selber ändern, weil das haben wir in der Hand. Aber die Frage ist ja die, wie ist die Gesellschaft, in der wir als Frauen, ob wir das jetzt, ich sag's mal, starke, erfolgreiche, machtvolle Frauen sind oder jüngere Frauen sind, die in Positionen kommen wollen. Die Frage ist ja, wie ist die Gesellschaft und wie reagiert die darauf und welchen Resonanzraum hat bestimmtes Verhalten? Das ist die eine Frage. Das heißt also, wie wird gesellschaftlich, werden Übergriffe positiv gutiert? Und die zweite Frage auch an Sie. Mir geht es immer so, dass ich die Solidarität zwischen den Frauen vermisse. Mir auch. Ja, also dass ich das Gefühl habe, diese unterschiedlichen Positionen müssen ebenso klar formuliert werden, aber es ist doch ein solidarischer Gedanke, der dahinter steht, und zwar, dass wir alle Frauen sind und dass wir miteinander viel besser die Dinge verändern können als gegeneinander. Ne, absolut, ich will die Dinge auch nicht gegeneinander verändern, aber was mir zum Beispiel fehlt, ist Solidarität in den ganz konkreten Situationen. Es gab mal einen sehr schönen Text von Ursula Merz in der Zeit, die darüber schreibt, wie sie selber mitbekommt, wie irgendwie eine jüngere Kollegin, die noch nicht so erfahren ist und irgendwie unsicher ist, wie die irgendwie in dieser Runde von Männern blöd angemacht wird oder diskriminiert wird oder was auch immer. Und wie alle das eigentlich merken, aber keiner sagt was. Keiner sagt was. Das finde ich auch problematisch. Da würde ich mir klar Solidarität wünschen. Und zwar genau von den Frauen, die es können und die sich erlauben können, die sozusagen auch in der Lage dazu sind. Möglicherweise Frauen, es gibt ja auch Frauen, die tatsächlich möglicherweise in extrem prekären Situationen sind, ja, wo man auch sagen muss, da muss man sich auch schützend davor stellen. Insofern finde ich das ja auch richtig, was jetzt in der gesamten Filmbranche, dass man sozusagen spezifisch auf eine Branche guckt und da versucht, Strukturen zu verändern, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Und ich habe auch nichts dagegen, dass etwas sichtbar wird, dass sozusagen eine Schieflage sichtbar wird, an der man dann arbeitet. Aber die Frage nochmal ist eben, wie arbeitet man daran, was für Schlussfolgerungen zieht man und welche Methoden wendet man an, um diese Schieflage oder diese seltsamen Strukturen, die man gar nicht so richtig leicht zu fassen kriegt, um die zu verändern. Und vielleicht auch noch mal so einen ketzerischen Nebengedanken. Es wird jetzt immer so gesagt, wir haben diese Struktur, dass wenn überhaupt, dann sind es die Männer, die die Frauen unterdrücken und so. Also wenn ich mir manchmal so junge Familien angucke, so in meinem Alter oder auch drunter, dann finde ich es ganz erstaunlich zu sehen, dass die, die wirklich echt unterdrückt werden, das sind die Väter. Die Väter führen so eine Art klägliche Randexistenz. So in der Mitte ist so, dass die Mutter mit dem Kind so der Hauptplanet und die Väter sind so kleine so Nebenplaneten, die irgendwie durch Gefälligkeit und Gefügigkeit versuchen, sich noch irgendwie ins Spiel zu bringen. Ja? Also es gibt auch eine krasse weibliche Gewalt, eine psychische weibliche Gewalt. Und ich finde, das muss man nur einmal kurz in dieser ganzen Diskussion auch sagen. Ja, auch ein bisschen im Anschluss an die Vorrednerin. Oh Gott. Ich wollte noch mal über Privilegiertheit sprechen, weil ich es ganz wichtig finde, dass man wirklich viele Stimmen hört, wenn nicht sogar alle. Wir haben uns ja auch alle Frau Plastpühler angehört. Und für mich ist der Weg über Bewegungen wie MeToo und so weiter insofern richtig und wichtig, dass eben auch Frauen, die vielleicht, sei es finanziell, bildungstechnisch, karrieretechnisch, Alter, Erziehung, was auch immer, die Möglichkeiten vielleicht nicht haben, sich in diesen Situationen zu wehren oder was auch immer, dass die sich äußern können. Ich lasse sie ausreden. Und mir ist jetzt immer noch nicht ganz so klar, was jetzt quasi dem gegenübergestellt der richtige Weg sein soll, weil ich habe das jetzt noch nicht ganz verstanden. Sollen wir jetzt alle irgendwie von Anfang an in Therapie sein oder es funktioniert? Fände ich super, aber ne, es wird einfach nicht klappen. Also ich finde es auch wichtig, da auf die Realität zu schauen und sich immer in jedem Diskurs eigentlich die Frage zu stellen, wie privilegiert bin ich in diesem Thema? Ja. Und da ja, Unprivilegierte oder weniger Privilegierte, was dieses Thema angeht, ja, immer mit zu berücksichtigen. Also ich muss sagen, also ich komme vom Dorf. Ne? Und ich muss sagen, die sich am aller coolsten und klarsten und besten gegen Machos wehren können. Das sind meine Freundinnen vom Dorf und das sind keine Akademiker gewesen. Das sind alles ganz, man sagt so schön, einfache Frauen, ja, die irgendwie Metzgerinnen sind und so weiter. Die können sich wehren. Oder wer ein gutes Beispiel sehen will, wie sich eine Frau, die nicht
studiert hat, wehren kann, der muss den Fickefuchs gucken. Fickefuchs, die Szene, wo die Wirtin dem einen Typen einfach mal so in drei Sätzen klar macht, Junge, so läuft's nicht. Also ich finde dieses Argument zu sagen, das können ja nur die Privilegierten, das stimmt überhaupt nicht, sondern ich glaube sogar umgekehrt, dass es einfach eine gewisse Erfahrung auch braucht, ja, eine gewisse, wenn man so will, vielleicht auch Abhärtung durch Erfahrung, also in der Auseinandersetzung, die vielleicht bestimmte, ich nenne jetzt mal dieses blöde Wort, höhere Töchter manchmal gar nicht haben. Ja, finde das wirklich nicht richtig zu sagen, dass es Ich meinte die Privilegiertheit tatsächlich viel, viel breiter gefächert. Sprich Hautfarbe, Sexualität, Behinderung, Vorbild, Mutter, Vater, keine Eltern. Es gibt so viele Formen von Privilegiertheit. Ich möchte es überhaupt nicht auf Bildung reduzieren, ich möchte es auch überhaupt nicht auf Geld reduzieren. Im Gegenteil. So, und darum geht es mir eigentlich, dass man sich immer die Frage stellen muss, wie privilegiert bin ich, und das nicht in Hinsicht Sachen, sondern... Ich würde mal gerne die Frage zurückstellen, ja, weil ich habe jetzt ja schon ganz oft gesagt, was ich machen würde. Es geht um Selbstermächtigung, genau wie Thea Dorn aussah. Ich würde sagen, eine liberale Demokratie beruht auf Mündigkeit, auf selbstständigen Bürgern. Und wenn Personen es nicht haben, muss man sie versuchen zu ermächtigen, dass sie da reinkommen und so weiter. Mich würde jetzt mal interessieren, was ist denn eigentlich Ihr Weg? Also ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall Millionen Wege. Und ich denke, da sind sich auch alle einig, dass jetzt MeToo nicht der eine Weg ist und der wird jetzt alles ändern und jetzt sind alle plötzlich ermächtigt. Ich glaube aber, dass wenn man dann auch gerade noch diesen etwas schwierigen für mich auch Bogen zur Sexualität zieht, Gewalt, Sexualität, schwierig, dann ist MeToo ein Weg, der weitere Wege auslösen kann. Aber welche denn? Das wäre wirklich eine Frage vielleicht auch nochmal an Sie, oder was soll denn jetzt nach MeToo kommen? Also was ist der Punkt? Was soll sich ändern? Was sind die konkreten Forderungen? Es passiert schon. Also es gab hier vorhin mehrere Wortmeldungen, wo Leute gesagt haben, ja, ich hatte mehrere Gespräche und so. Ich hatte auch sehr viele Gespräche. Also ich hatte, seit die ganze MeToo-Sache angefangen hat, extrem viele Gespräche mit Männern, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich noch nie über sowas geredet habe, mit Ex-Freunden, mit allen möglichen Leuten, die anfangen, sich über Sachen Gedanken zu machen, die anfangen, überhaupt bestimmte Erfahrungen als alltäglich wahrzunehmen. Das wurde hier auch schon gesagt. Und es ist alles schon im Gange. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie man sich so intensiv mit dem Thema beschäftigen kann und dann am Ende zu sagen, naja, es ist aber irgendwie eine Sackgasse oder so, weil es passiert alles schon. Es passiert die ganze Zeit. Es erscheinen Bücher, also noch und nöcher zum Thema, es werden irgendwie Filme gemacht, es werden Talkshows gemacht, es ist eine Diskussion im Gange, dass die Leute nicht so sind, dass sie sagen, ah, okay, da ist das Problem, hier ist die Lösung. Das ist bei allen gesellschaftlichen Dingen so. Manchmal verrennen sich Leute in eine Richtung, manchmal in die andere, manchmal muss man sehr, sehr lange reden, manchmal läuft irgendwas schief und so. Aber es passiert alles und es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich verstehe nicht, was jetzt sozusagen das Endergebnis sein soll, wo man sagt, okay, folgende Lösung haben wir uns ausgedacht, irgendwie alle gehen in dieses Seminar oder keine Ahnung, oder das ist irgendwie so, alle machen das und das. Es ist alles die ganze Zeit im Gang und so funktioniert doch gesellschaftliche Veränderung, dass Leute an allen möglichen Ecken irgendwie diskutieren, Veranstaltungen machen, Veröffentlichungen schreiben und was auch immer. Und dann ändern sich so langsam irgendwie Gedankengänge bei verschiedenen Leuten. Aber es ist doch eh nicht die Idee, dass wir irgendwie eine Lösung finden und die ist dann irgendwie die richtige. Na gut, aber die... Aber sagen wir mal, der dominante Weg, also wenn man es jetzt, natürlich finde ich es auch wunderbar, ja, wenn sich Leute im privaten Umfeld über männliche, weibliche Sexualität unterhalten und so weiter. Ich hoffe nur, dass die Gespräche auch so abgehen, dass es nicht nur darum geht, die männliche Sexualität zu problematisieren, sondern auch umgekehrt. Also das fände ich schon wichtig. Wenn man jetzt aber mal guckt, wo es im Großen und Ganzen hingeht, dann ist es doch schon tatsächlich das zu sagen, wir brauchen einen stärkeren Staat, wir brauchen stärkere Gesetze, die Männer sollen sich zurückhalten, die sollen auch ruhig mal ein bisschen Angst kriegen. Und da würde ich sagen, das ist nicht der Weg, den ich priorisiere. Also einen stärkeren Staat habe ich auch bisher selten gefordert, ehrlich gesagt. Das freut mich. Ich würde gerne noch einsteigen und noch mal kurz auf die Musikhochschule zurückkommen und das Bild noch mal ein bisschen aufmachen, weil was mir jetzt gefehlt hat zwischen die Studentinnen gehen alle in ein Seminar, da wird ihnen erklärt, wie sie jetzt mit Professoren umgehen sollen, die ihre Hände nicht unter Kontrolle haben, oder Glastüren beim Flötenunterricht, wäre, was ist denn, wenn man die Männer in diesen Dialog tatsächlich mit reinnimmt und versucht sozusagen da... einen Weg zu finden, über solche Situationen zu sprechen, aus beiden Perspektiven. Das heißt, die Professoren kommen mit in das Seminar und ihnen wird erklärt, wo sollte ich meine Hand vielleicht nicht hinlegen, was sollte ich mir vielleicht verkneifen und wie kommen bestimmte Dinge an, dass es tatsächlich einen Austausch darüber gibt, wie man miteinander kommuniziert. Ich glaube im Übrigen überhaupt nicht, dass
MeToo dem irgendwie entgegensteht, sondern ich glaube, dass das die Grundlage für diese Gespräche ist. Das ging ja jetzt, glaube ich, auch schon aus den Diskussionsbeiträgen hervor. Ich glaube auch nicht, da würde ich Margarete auch zustimmen, dass es sich darauf beschränkt, sondern ich glaube, dass da erstmal eine Grundlage gelegt wurde, überhaupt über solche Dinge zu sprechen, die man als Frau, egal welchen Alters, oft vorher gar nicht angesprochen hat, beziehungsweise die man gar nicht in der Art und Weise reflektiert hat. Und jetzt sozusagen da tatsächlich einen Dialog herzustellen, das wäre mir ganz wichtig, weil ich hatte auch das Gefühl bei dieser Diskussion, dass es hier immer wieder stärker auch Momente gab, da geht es wieder um die Abgrenzung voneinander. Nein, nehmt die Professoren mit in das fucking Seminar und erklärt ihnen, wie das bei euch ankommt, was sie da super, machen. Super, super Vorschlag, ja, würde ich genauso sehen. Ja, ich glaube, was mir nochmal wichtig ist, ist, mein Gefühl ist, dass es, oder das, womit ich mich beschäftigt habe, ist, dass ich glaube, dass sexualisierte Gewalt oder auch Sexismus weit mehr mit Machtstrukturen zu tun haben als mit Sexualität. Und ich glaube, dass das, was die Debatte auslösen kann, Macht- und Hierarchiestrukturen in einem Land, was nach meinem Empfinden deutlich hierarchiegetrieben ist, zu hinterfragen und nochmal zu gucken, was das auslösen kann und was das mit Menschen machen kann, finde ich einfach total wichtig und wertvoll. Und ich glaube, das hat MeToo geschafft, ja, einen anderen Blick darauf zu bekommen und vielleicht dann dazu zu führen, irgendwann in Italienischkursen aufzustehen und eine sehr klare Position zu haben. Ich glaube nur, dass, warum wir das heute nicht können, und da wäre mal meine Frage an Sie, mit wie vielen Opfern haben Sie denn gesprochen? Wie gut verstehen Sie, warum es manchmal nicht möglich ist, in dem Moment aufzustehen und zu reagieren, sondern vielleicht erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt. Dafür gibt es, glaube ich, gute Gründe und die würde ich erstmal jedem zugestehen. Ja? Ich würde erstmal genau da an der Stelle sagen, es sind eben nicht Opfer, sondern das sind mündige Menschen, die in dem Moment sehr gut entscheiden, warum sie und wie sie reagieren. Mhm. Und ja, haben wir ja auch schon besprochen. Also damit führt man wirklich den Begriff der Autonomie ad absurdum. Also wenn man einfach sagt, es gibt gute Gründe, warum sich jemand nicht wehrt, weil er möglicherweise dann einen Konflikt hat oder weil er möglicherweise seine Stelle riskiert oder was weiß da ich was. Das finde ich sehr spannend, dass Sie so kleine Positionen sind. Ich würde da erstmal davon ausgehen, dass es dafür gute Gründe geben kann. Ja gut, aber ja, die was kenne ich jetzt, vielleicht im Einzelnen nicht, aber ich aber würde... Was heißt denn gute Gründe? Das heißt doch, ich kann vielleicht, man muss doch da auch unterscheiden, ich kann doch vielleicht psychisch nachvollziehen, warum sich jemand in einer bestimmten Situation so und so verhält. Ich kann übrigens auch psychisch, intellektuell nachvollziehen, warum oder verstehen, ja, warum jemand einen anderen umbringt. Kann ich auch rational nachvollziehen. Die Gründe kann ich verstehen. Das muss ich aber noch längst nicht gut finden. Also, Nein, ich glaube, darum geht es auch nicht. Ich glaube, mir geht es darum zu sagen, dass es der Situation ein Stück weit immanent ist, sich nicht wehren zu können. In bestimmten Momenten ist es dieser Nötigung immanent, sich nicht wehren zu können. Und das ist einfach was, ja, aber glaube, warum nicht? Dann gehen Sie mal genauer rein in die Situation. Warum nicht? Also wenn jemand wirklich massiver Gewalt ausgesetzt ist und Männer sind nun mal in der Regel stärker als Frauen, klar. Aber warum kann, um nochmal dieses Italienischkursbeispiel zu nehmen, was ist der Situation immanent, dass man in dem Moment nicht sagen kann, hören Sie mal, Sie noch alle? Weil vielleicht an der Stelle, und ich glaube, das ist auch super different, das ist so abhängig davon, wie die Situation ist, wie der Mensch ist, was da für Machtstrukturen eben auch herrschen oder nicht und wo dann der persönliche Punkt erreicht ist, das Gefühl zu haben, sich nicht wehren zu können und das erstmal für sich reflektieren zu können. Was ich eigentlich wichtig dann bei MeToo finde, ist zu sagen, da kriegen gerade ganz viele Frauen mit, zu sagen, das ist nicht was nur mir komisch erscheint. Und übrigens gar nicht nur Frauen, das finde ich auch nochmal so wichtig dabei. Es geht bei diesen Machtstrukturen auch nicht nur um Frauen. Es geht darum, wie Machtstrukturen wirken, nach meinem Empfinden, und da sind Männer genauso betroffen und Menschen. Aber Sie reden jetzt aber gerade auch die ganze Zeit von den Machtstrukturen und das ist ja auch nochmal ein interessantes Thema. Es gibt Machtstrukturen, es gibt Strukturen, wir haben immer noch Strukturen, in denen Männer mehr in Führungspositionen sitzen, ganz gewiss, ja, das ist unbestreitbar, ist das der Fall, aber auch da fände ich es interessant zu fragen, liegt das wirklich nur daran, weil die bösen Männer die Frauen daran hindern, in diese Position zu kommen? Ich glaube, das hat gar keine Oder gesagt. Liegt es möglicherweise, und da kann ich aus meinem Umfeld Ihnen jetzt aus dem Stand 5 Beispiele nennen, liegt es möglicherweise auch daran, dass, nehmen wir eine Frau, die hat ein exzellentes Jurastudium hingelegt, ja, super Studium, perfekter Abschluss, super Examen, das erste Kind kommt und sie bleibt zu Hause. Und sie bleibt noch ein Jahr zu Hause und noch ein Jahr zu Hause. Das ist für mich jetzt ein ganz anderes Thema. Nee, das ist kein anderes Thema. Es geht auch da um Passivität. Es geht auch da darum,
nicht sozusagen, nicht in, es geht jetzt nicht um sexuelle Potenz, aber um existenzielle, professionelle Potenz. Selbstverständlich liegt es nicht nur daran, dass die Männer, die Frauen, das gibt es auch, aber es gibt, darüber muss man doch sprechen, dass es möglicherweise auch ein, auch da einen gewissen kulturhistorisch tief anerzogenen Impuls gibt, eher zurückzutreten, eher zu sagen, komm, geh du mal, mach du mal. Das sind doch auch Punkte, über die man sprechen muss. Also eben die Machtstrukturen, das hört sich so ontologisch an, als sei da irgendwie ein Gott, der sagt, das sind jetzt hier die Machtstrukturen und die werden nur von Männern gemacht. Ja. Kann ich was dazu sagen, zu der Sache mit der Autonomie und wie eindeutig das dazu ist? Das finde ich ganz interessant bei Ihnen, dass Sie sagen, ja, es gibt irgendwie Frauen, die sagen dann in dem Moment nichts und so und an einer anderen Stelle sagen sie, also was wirklich ein strukturelles Problem ist, ist irgendwie Ungleichbezahlung und so und darüber sollten wir mal reden. So, jetzt ist es so, dass diese Frauen, die in dem Moment nichts gesagt haben, eine Entscheidung getroffen haben. Sie haben irgendwie eine Art von Prioritäten gesetzt. Entweder, okay, ich will die Situation nicht abfacken, ich will meinen Job nicht verlieren, ich will die Stimmung nicht versauen. Das können gute oder schlechte Gründe sein. Aber ich würde mal behaupten, sehr viele von diesen Frauen, denen Belästigung im Beruf passiert, entscheiden sich in dem Moment nämlich zu sagen, okay, mir ist meine Karriere wichtiger und ich will nicht durch Rumgeheule, Rumgestresse irgendwie ein komisches, weiß ich nicht, das erwartet jetzt hier gerade niemand, dann mache ich das auch nicht. Und das kann irgendwie vielleicht die falsche Entscheidung sein, aber ich glaube, sehr viele Entscheidungen kommen eben dadurch zustande, dass Frauen Prioritäten setzen. Und ich finde es ein wahnsinnig misogynen Move, in dem Moment zu sagen, die sind halt nicht autonom. Ich finde es genauso frauenfeindlich zu sagen, ja, Frauen, die zu Hause bleiben, sind halt einfach alle passiv. Das ist verrückt. Also ich meine, Frauen entscheiden sich für bestimmte Lebensmodelle und das machen sie aufgrund dessen, wie die Gesellschaft gestaltet ist, was ihr Charakter ist, was ihre Fähigkeiten sind. Und in allen einfach nur zu sagen, die haben keine aktive Entscheidung getroffen, finde ich sehr, sehr falsch. Nee, also ich finde, das ist Ermutigung. Das ist ein Akt der Ermutigung. Aber ich meine, wirklich jetzt zu sagen, Frauen haben gute Gründe, in bestimmten Situationen, in denen sie agieren könnten, nicht zu agieren. Sie sagen nichts, weil sie die Situation nicht zerstören wollen. Sie sagen nichts, weil sie irgendwie so erzogen worden sind. Wie gesagt, das kann man alles nachvollziehen. Aber man muss doch auch sagen, dass wenn wir Frauen wirklich in Führungspositionen haben wollen, wenn wir mehr Frauen haben wollen, die wirklich die Strukturen mitgestalten, dann müssen wir von ihnen auch etwas verlangen. Man kann doch nicht sagen, wir erwarten nichts, wir können nichts erwarten, weil die haben ja alle gute Gründe. Und gleichzeitig sagen, ja, warum sitzen denn da überall nur Männer in den Führungspositionen? Das ist doch absurd. Ich verlange auch viel von Frauen, aber das... Und also ich verlange von allen Leuten, die erwarten, Karriere machen zu können, dass sie sich irgendwie dafür einsetzen und Leute, die auf irgendeinen Chefsessel wollen, ich will es nicht, aber dass sie irgendwie was dafür tun. Aber das Problem ist... Aber sie wollen Bücher verkaufen immerhin. Bitte? Sie wollen Bücher verkaufen, ist ja auch... Ja, läuft ja auch. Aber es ist, also ich meine, es ist halt irgendwie so schwierig zu sagen, wenn Leute irgendwie bestimmte Entscheidungen treffen, den dann einfach drüber zu bügeln. Also ich würde halt, wir wollen ja auch irgendwie dasselbe. So, Frauen sollen irgendwie stark, erfolgreich und glücklich sein. So. Und dann ist aber, für mich wirkt es nicht sehr ermutigend, wenn man Menschen für die Entscheidungen, die sie getroffen haben, die gute oder schlechte Gründe gehabt haben können, sagt, okay, das war alles dumm und passiv und komplett neu, alles nochmal neu erfinden, das war falsch bisher. Das waren alles Versuche, irgendwie das eigene Leben zu gestalten und manchmal ging es halt schief, manchmal ging es halt gut. Aber ich glaube, dass Ermutigung sehr anders funktioniert. Ja, also das war das Schlusswort. Ja, ganz herzlichen Dank an Sie alle fürs Herkommen und fürs Diskutieren und vielen Dank an Margrethe Stokowski, an Svenja Flaßpöhler und Juliane Rump für dieses wahnsinnig spannende Gespräch. Mir ging es so, ich bin hier in einer offiziellen Funktion und wenn ich bei solchen Veranstaltungen das zwischendurch vergesse und einfach nur denke, ist das spannend, dann war das ein echt guter Abend und ich fand es großartig und an dieser Stelle noch einmal, wir haben natürlich auch Leute, die hier nicht im Rampenlicht stehen. Es gibt ein ganzes Team, abgesehen von den Kolleginnen von Libertin, die hier mitorganisiert haben, die den Livestream betreuen. Da hinten Frau Krötmann und Frau Brückner und Juliane Junghans, die am Empfang gestanden hat. Das Mikro ist von Frau Blumenhagen und Frau Fietz rumgereicht worden. Also hier sind ganz viele sehr potente Frauen, die sehr aktiv dahinter gestanden haben. Vielen Dank.